Ja, liebe Freunde und Freundinnen weltweit, YouTube, ich bin sehr froh, ich habe wieder meine erlesenen Schüler und Schülerinnen und wir werden heute arbeiten an Genesis 25, wenn die Zeit erlaubt, auch Genesis 26. Unser Thema wird sein, der Segen Abrahams, wie wird er weitergegeben? Abraham ist ein alter Mann, wir haben ja schon viel über Abraham gesprochen und Abraham wird den Segen, den er von Gott bekommen hat, an seine Söhne weitergeben, an Isaak, an Ishmael, Yitzhak und Ishmael, darüber wollen wir heute sprechen. Wir schauen uns, wie bewährt, liebe Freunde und Freundinnen, an, was hat die Bibel zu sagen? Wie schaut sich die Bibel den Text an? Ich arbeite sehr präzise, ich lege Wert auf größte Konzentration. Meine Schüler und Schülerinnen sind voll erregt, erregt ohnegleichen, denn wir wollen den Text befragen, was sagt uns die Heilige Schrift? Die Heilige Schrift ist das Kostbarste, was es auf der Welt gibt, es ist das Wort Gottes. Und wir schauen uns an, Martin Buber, Franz Rosenzweig, der Text, der euch ja bekannt ist, wir benutzen ja immer, weil Martin Buber ein sehr großer Kenner der hebräischen und der deutschen Sprache war. Claudia Rochana Redivida wird den Text gleich vorlesen. Genesis 25, Abraham ist ein älterer Mann, er bekommt noch Kinder von einer zweiten Frau und dann geht es weiter in seiner Linie über Yitzhak und Ishmael. Alles klar, Tirza hat sich eingeschaltet und nun wird aufgenommen und Claudia Eschuchana, du liest vor. Abraham hatte noch ein Weib genommen, ihr Name war Ketura. Sie gebar ihm Simran und Joschkan, Medan und Midian, Jischbak und Schuach. Joschkan zeugte Spar und Dedan. Dedans Söhne waren die Aschuriter, die Letuschiter und die Lumiter. Midians Söhne Epher, Epher, Chanoch, Abida und Eldaa. All diese sind Söhne Keturas. Aber alles, was sein war, hatte Abraham Jitzrak übergeben. Den Söhnen der Kebsweiber, die Abraham hatte, gab Abraham Gaben und sandte sie noch bei seinem Leben hinweg von Jitzrak, seinem Sohn, ostwärts ins Ostland. Dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte, 100 Jahre und 70 Jahre und 5 Jahre. Da verschied er. Abraham starb in gutem Greisentum, alt und satt, und wurde zu seinen Volksleuten eingeholt. Ihn begruben Jitzrak und Ishmael, seine Söhne, in die Höhle Machpela, in den Anger Ephrons, Sohn Zochars, des Chetiters Mamre gegenüber, den Anger, den Abraham von den Söhnen Chets erworben hatte. Dort wurden begraben Abraham und Sarah, sein Weib. Es geschah nach Abrahams Tod. Gott segnete Jitzchak, seinen Sohn. Jitzchak aber siedelte am Brunnen des Lebenden, mich Sehenden. Dies sind die Zeugungen Ishmaels, des Sohns Abrahams, den Hagar, die Ägypterin Saras Magd Abraham gebar. Dies sind die Namen der Söhne Ishmaels, ihre Namen nach ihren Zeugungen. Bajot, Erstlings Ishmaels, Kedar, Abdbel, Mibsam, Mishma, Duma, Mafsai, Chadad, Tema, Jetur, Nafish, Kedma. Dies die Söhne Ishmaels, dies ihre Namen in ihren Höfen, in ihren Ringlagern, 12 Fürsten ihren Horden. Und dies sind die Jahre des Lebens Ishmaels, 100 Jahre und 30 Jahre und 7 Jahre. Da verschied er. Er starb und wurde zu seinen Volksleuten eingeholt. Sie wohnten aber von Chavila bis Shur, das angesichts Ägyptens ist, und hinwieder, bis wo du nach Assyrien kommst. All seinen Brüdern fiel er ins Gesicht. Dies sind die Zeugungen Jitzchaks, des Sohns Abrahams. Abraham zeugte Jitzchak. Jitzchak war 40 Jahre, als er Rivka, Tochter Betuels, des Aramäers aus der Aramäerflur, Schwester Labans, des Aramäers, sich zum Weibe nahm. Jitzchak flehte zu ihm für sein Weib, denn sie war eine Wurzelverstockte, und er ließ sich ihm erflehen. Rivka, sein Weib, wurde schwanger. Aber die Kinder stießen einander in ihrem Innern. Sie sprach: Ist dem so? Wozu nur bin ich? Und sie ging, ihn zu beforschen. Er sprach zu ihr: Zwei Stämme sind in deinem Leib, zwei Haufen von deinem Schoß angetrennt. Hauf überwältigt Hauf. Älterer muss Jüngerem dienen. Als sich nun ihre Tage erfüllten zum Gebären, da Zwillinge waren in ihrem Leib. Da fuhr der erste hervor, rötlich, überall wie ein haariger Mantel. Sie rief seinen Namen Esaf, rauer. Danach fuhr sein Bruder hervor. Seine Hand fasste Esafs Ferse.
Man rief seinen Namen Jaakov Fersenhalt. Jitzchak aber war 60 Jahre, als sie gebar. Die Knaben wuchsen groß. Esav wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Gefildes. Jaakov aber ein schlichter Mann, in Zelten weilend. Jitzchak gewann Esav lieb, denn Jagdfang war für seinen Mund. Rivka aber liebte Jaakov. Einst sott Jaakov einen Sud. Esav kam vom Gefild und er war ermattet. Esav sprach zu Jaakov, lass mich doch schlingen von dem Roten da, denn ich bin ermattet. Darum ruft man ihn mit Namen Edom, Roter. Jaakov sprach, verkaufe mir gleich des Tags dein Erstlingtum. Esav sprach, wohl, ich gehe an den Tod, was soll mir der Erstlingtum? Jaakov sprach, schwöre mir gleich des Tags. Er schwur ihm und verkaufte sein Erstlingtum Jaakov. Jaakov aber gab Esav Brot und den Linsensud. Der aß und trank und stand auf und ging davon. Verachtet hatte Esav das Erstlingtum. Weiter, 26 auch noch? Nein, ich sehe das wunderbar, das reicht. Sehr schön, Ruchana, danke. Eine spannende Geschichte. Wir sehen, es fängt etwas Neues an. Es ist, ich möchte sagen, ein rauer Ton. Tirza, bist du da heute, Tirza Christine? Tirza Christine? Ja, Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Kein Problem. Bist du bereit, wieder etwas Notizen zu erstellen für Dr. Jens Nitschkowski? Ja, natürlich mache ich das. Gerne. Denn du bist so eine brillante Protokollantin, eine brillante mittlerweile, die ja unsere Claudia ablöst, weil Claudia so viel geleistet hat in den letzten Wochen und Monaten. Darum mach das du, denn Dr. Jens hört ja so gut wie nichts und er freut sich, wenn er deine Unterlagen bekommt. Und ansonsten lade ich jeden ein. Ich lade ein, auch Claudia, bitte sei so gut, holt eure Klammer vor. Helma, du bist bitte auch so lieb aufzuschreiben. Wir sind hier keine Unterhaltungssendung. Welches Kapitel war das jetzt nochmal? 25. Du notierst Genesis 25, Christine. 25. Ja. Und ich möchte auch Helma sehr deutlich bitten, alle, auch Maria Lauterbach, wir sind hier keine Unterhaltungssendung. Ich möchte nicht, dass unsere Arbeit mit Unterhaltung verwechselt wird. Da möchte ich sehr deutlich bitten, auch Claudia Esch, sofort den Kugelschreiber zu zücken und Aufzeichnungen zu erstellen. Denn ich möchte, dass jeder sich darauf verlässt, was er selbst gehört hat. Bitte kräftig mitschreiben, auch Frank. Alle sind gehalten, auch unsere Hörer und Hörerinnen in späteren Sendungen in YouTube. Schreiben Sie mit, es nützt nur. Es wird nicht schaden, im Gegenteil. Darum bitte ich, dass wir alle etwas aufschreibt. Haben wir alle unsere Unterlagen dabei, Elmar? Alles da zum Aufschreiben? Ja. Genau. Bitte kräftig aufschreiben und auch kräftig Fragen stellen, jederzeit mit mir im Dialog stehen. Wir haben eine Phase, Abraham hatte noch ein Weib, Abraham ist ein älterer Mann, wir haben ja vorher, das haben wir uns nicht aufgeschrieben, aber das haben wir erwähnt, Sarai stirbt. Sarai, sie heißt ja später Sarah, die Gattin des Abraham stirbt und Abraham ist ein alter Mann, er hat sie begraben, er hat sich eine Grabstätte gekauft und nunmehr ist er frei von dieser Frau. Die Bibel sagt uns etwas sehr deutlich, Abraham hatte noch ein Weib genommen, ihr Name war Ketura. Ketura heißt übrigens die Wohlduftende, ist ein schönes Wort, das im Zusammenhang steht mit dem Ketoret. Ketoret ist das Weihrauchopfer, das spätere Weihrauchopfer zur Zeit des Tempels und zur Zeit der Stiftshütte in der Wüste. Ich wiederhole, Ketura, Claudia notiert, Ketura ist die Wohlduftende. Und jetzt will ich euch etwas sehr Interessantes sagen. Der Midrasch, die jüdische Auslegung, liebe Freunde und Freundinnen, fragt sich, wer ist denn diese Ketura? Warum steht hier, Abraham nimmt sich so schnell ein Weib? Woher kommt die Frau her? Woher weiß er, dass da eine Frau auf ihn wartet? Woher weiß die Frau, dass er auf sie wartet? Und es gibt eine interessante Erklärung, die sagt, Ketura war Hagar. Die besagte Hagar, die ja die Mutter von Ishmael war. Ich wiederhole zum Notieren, einer jüdischen Auslegung zufolge, das nennt man ja Midrasch, kennt ihr ja, war diese Frau, die besagte Ketura, Frau Hagar, die einen zusätzlichen Namen bekommt, nämlich Ketura. Und Ketura heißt die Wohlduftende, die Gott liebliche Düfte, liebliche Zuwendung schenkt. Ketura von Ketoret, Ketoret, wie gesagt, ist ein Weihrauchopfer. Das heißt, wir lesen daraus, das ist das Interessante dabei, er hat übrigens mit ihr wie viel insgesamt, wie viele Kinder? Claudia, hast du gezählt, wie viele Kinder sind mit ihr entstanden? Claudia, wie viele Kinder? Alle diese sind Söhne Ketubas. Insgesamt, nein, wie viele sind sie insgesamt? Mit den Kindern und Kindeskindern. Ach so, okay.
Ja, Daniela, was hast du gezählt? Nein, nein, ich habe gerade nur die eigenen Kinder, die 6 Kinder. Aber ja, alle zusammen, Kinder. Warte, haben wir sofort. Jawohl, Daniela, Abigail? 8, Medians, dann noch dazu. Ja. 7, 9, 10, 11, 12, 13. Moment, wir zählen zusammen. Warte mal, wir zählen zusammen. Sigebain, Simran, Jokshan, Medan, Midian, Yishbak und Schuach. Das sind 6. Ja. So gut. Und Jokshan zeugt. Was haben wir da gesagt? Sheba und Dedan. Sheba, Dedan, Dedan, Söhne. Nochmal. Jokshan zeugt. Sheba, Dedan, Ashurita, Letushita und Lumita. Das sind die von 5 und 6, gibt 11. Und dann gibt es Eva, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Wer hat das gezählt? Das sind noch mehr insgesamt, 18. Oder? Ich zähle 18. Dann sind es 18, ja. Genau, 18. Das heißt, wir sehen, das ist die Idee dahinter. Das will ich euch kurz erklären, 18. 18 steht für eine besondere Vielfalt. 18 steht für die Symbolik von Leben. Das Akronym von Leben im Hebräischen, Chai, hat die Zahl 18. Die Bibel will uns sagen, dass er immerhin nach dem Tod Sarais, er wartet natürlich Geduld, ich habe, bis sie stirbt, und die Bibel sagt uns, er muss nicht Trübsal blasen. Das heißt, er hat eine neue Frau gefunden, laut jüdischem Midrasch war sie die besagte Frau Hagar, die ja ihrerseits ungebunden war. Und der Midrasch will sagen, das schreibt bitte auf, diese Hagar, die ja sehr unter der Sarah gelitten hat, kommt nun in die Größe, die offizielle Frau von Sarah zu, die offizielle Frau von Abraham zu werden. Ich wiederhole, Hagar war ja die Frau, die immer problematisch war. Sie kam ja mit Sarah nicht klar und Sarah mit ihr nicht. Sarah stirbt, Sarah stirbt, geht in die Ewigkeit über. Abraham, die Bibel sagt, sehr nüchtern, hatte noch ein Weib genommen. Das heißt, es wird nichts Näheres beschrieben und daraus leitet der Midrasch ab, dass diese Frau, die er sich nimmt zur Frau, eine Frau sein muss, die in seinem Umfeld, wie man Französisch sagt, in seiner Entourage war. Und daraus leitet der Midrasch ab, weil das keine besondere Beziehung ist, die er erobern muss, für die er weit fahren muss auf seinem Esel oder auf seinem Kamel, war es besagte Frau Hagar, die die ganze Zeit darauf wartete, rehabilitiert zu werden, nachdem sie jetzt ständig Demütigung über Demütigung mit Sarah erlebte, wobei sie natürlich selbst an Schuld war, das nebenbei gesagt. Und interessant, es steht aus dieser Beziehung, und das finde ich so spannend, mehr Fruchtbarkeit, als je mit Sarah entstanden ist. Wenn wir das bitte fleißig notieren. Wir haben eben festgestellt, mit den Kindern und Kindeskindern entstehen 18 Nachkommen, auch durchaus große Nachkommen, zum Beispiel Aschuriter, die ja große Länder einnahmen. Wenn die Bibel so etwas in der Mehrzahl nennt, Aschuriter, Letushita und Lumita, heißt das, sie expandierten und wurden zu einem großen Volk im vorderen Orient. Das heißt, wir notieren, mit den Söhnen der Kinder entsteht wirklich eine reiche Fruchtbarkeit, und zwar justament über die Frau, die ihr Leben lang gedemütigt wurde, weil sie sich nicht benehmen konnte übrigens, damit will ich sie ja nicht entschuldigen. Sie hat selbst ein gerüttelt Maß an Schuld an dieser zerfahrenen Beziehung mit Sarah. Und dennoch nach dem Tod Sarais, alle diese sind Söhne Keturas, achten wir auf den Satz 4, alle diese sind Söhne Keturas, das heißt mit den Kindern zusammen, hat sie eine enorme Fruchtbarkeit dem Abraham gebracht. Und das sage ich deshalb, weil die Bibel uns zeigen will, wenn ein Mensch benachteiligt wurde, und sie hat, wurde natürlich benachteiligt, wobei sie selbst dran schuld ist, wie gesagt, weil sie sich ständig über Sarah stellte. Und daher will die Bibel ihr eine späte, wie ich sage, eine späte Rechtfertigung, eine späte Freude ermöglichen, indem Abraham sie endlich zur Hauptfrau nimmt. Sie war ja Zeit ihres Lebens die Nebenfrau. Mit ihr zeugte er Ishmael. Aber die Bibel will sagen, der Schmerz, den die Frau Ketura ertragen hat, Hagar heißt ja die Einwanderin, die Fremde. Dieser Schmerz, notieren wir, wird jetzt rehabilitiert, indem mit ihr eine überbordende Vielzahl von Kindern gezeugt wird. Und zwar durchaus namhafte Kinder. Midian ist ja der Stammvater der Midianiten, die wir später mit der jüdischen Geschichte noch viel zu tun haben werden, in Halbinsel Sinai. Und viele andere Völker, die sich ausbreiten werden, leider nicht jüdische Völker. Soweit hat Hagar es nicht geschafft, Hagar Ketura. Aber immerhin, es entsteht eine ausgesprochene Vielfalt, die die vordere orientalische Welt erobern wird. Alle diese sind Söhne Keturas. Aber alles, was sein war, Abraham hat Abraham Yitzhak übergeben. Jetzt kommt unser wichtiges Thema. Abraham übergibt sowohl das Materielle seinem Hauptsohn Yitzhak. Das heißt, wir sehen, liebe Freunde und Freunde, das alte Thema
nämlich einerseits die Liebe zur Nachkommenschaft, andererseits die Bevorzugung Yitzhak bleibt bestehen. Die Liebe zu Yitzhak, Yitzhak ist Isaac, Gott wird lachen, haben wir ja schon besprochen in der Gruppe, Yitzhak heißt Gott wird lachen, diese Liebe zu seinem bevorzugten erstgeborenen Sohn Daniela bleibt bestehen, denn er gibt eindeutig alles, was sein war, Abraham, Yitzhak. Das heißt, hier tritt er als Stammvater auf und weiß, die Priorität gehört dem Erstgeborenen, der bekommt alles Materielle, was er auf seinem Hof hatte. Und in Vers 6 haben wir gelesen, den Söhnen der Kebsweiber, das heißt, wir lesen daraus, er hatte noch mehr Nebenfrauen, nicht nur eine Nebenfrau seiner Zeit Hagar, sondern viele Kebsweiber als Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Gaben und sandte sie noch bei Lebzeiten hinweg von Yitzhak, seinem Sohn, ostwärts ins Ostland. Das heißt, wir sehen, er tritt hier deutlich auf als ein Segenspender. Er weiß, er hat Kinder, er hat auch aus den Nebenfrauen Kinder, war durchaus ein fruchtbarer Mann, der Fruchtbarkeit lebte und liebte. Und den Kindern gibt er alles, was für sie wichtig ist. Aber wir sehen hier das Thema Trennung. Wenn wir das bitte aufschreiben, sandte sie doch bei seinem Leben hinweg von Yitzhak. Er möchte nicht, dass es eine Vermischung mit seinem erstgeborenen jüdischen Sohn kommt. Ostwärts ins Ostland heißt in das Land, aus dem er kam, Mesopotamien. Etwas, was sehr wichtig ist. Er betont, der Text der Bibel betont, dass Abraham keine vermischen möchte, weder zwischen Ishmael und Yitzhak, noch zwischen den vielen Nebenfrauen und deren Kindern und Yitzhak. Yitzhak, das ist sein Programm, bleibt der Erstgeborene, Daniela. Und die anderen. Er bleibt der Erstgeborene. Und die anderen müssen sich damit abfinden, das heißt damit leben lernen, dass sie ihre Gaben bekommen. Er gibt ihnen materielles Wohl, er gibt ihnen Gaben, wie es hier steht, und sandte sie weg, eindeutig. Er sagt ihnen, in diesem Fleck, in dem ich zu Hause bin, hier im fruchtbaren Zweistromland, weg vom fruchtbaren Zweistromland im Lande Israel, im Lande Kanaan, habt ihr keinen Platz. Das sagt er deutlich. Und ich finde da, das möchte ich ausdrücken, zeigt sich seine patriarchale Autorität, Claudia. Seine patriarchale Autorität, notieren wir jetzt, drückt sich aus, indem er für Ordnung in der Nachkommenschaft sorgt. Ich wiederhole, das ist ja leider ein Wunderpunkt in der Bibel in den späteren Generationen, dass die Väter nicht für Ordnung sorgen. Die Väter lassen alles drunter und drüber gehen. Und unser Freund Abraham sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass alle Menschen, die nicht zum Isaak gehören, die er gezeugt hat, getrennt werden. Sie bekommen bestimmte Gaben, nicht die zentralen Gaben seines Hofes. Und die sendet er weg, weil er nicht möchte, dass im neuen Land Kanaan, in dem Yitzhak ja Erbe sein wird, diese fremden Völker miterben. Warum? Weil er ja erlebt hat, dass Ishmael und Yitzhak permanent im Zwist miteinander waren. Das möchte er vermeiden. Das heißt, wir sehen hier eine doppelte Entwicklung. Einerseits zeugt er mit Ketura, von der wir ja sagen, dass sie die Frau Hagar war, viele Nachkommen, die durchaus große Stämme werden und sich niederlassen im Osten von Jerusalem, sowohl im vorderen Orient als auch im erweiterten Orient, sprich in Mesopotamien. Sie werden Stämme, keine jüdischen Stämme, breiten sich aus. Einige werden Feinde Israels, einige werden Verbündete Israels. Es ist eine sehr spannungsgeladene Beziehung zwischen diesen vielen, vielen Kindern, die ihre Stämme bilden. Und dennoch wird die Trennung zwischen Yitzhak und ihnen besiegelt. Sie haben nichts mit Yitzhak zu tun. Yitzhak ist der Erbe und dieser Erbe bekommt das Land Kanaan. Er will die anderen nicht dort wissen. Die anderen Stämme dürfen nicht in Kanaan sein, weil er weiß, das wird nur für ungutes Blut sorgen, was er erkennt aus der Geschichte von Ishmael und Isaak. Das macht er, schickt sie alle fort nach Ostland. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Diese sind die Tage Abrahams. Abraham wird deutlich genannt. Er wird 170 und 5 Jahre. Warum sagt die Bibel so etwas? Das wissen wir, das habt ihr schon mal bei mir genannt. 100 Jahre und 70 Jahre und 5 Jahre. Wer hat eine Idee, warum wird nicht gleich gesagt 175 Jahre? Claudia, warum denkst du, wird das so gesperrt geschrieben? Das haben wir oft in der Bibel. 100 Jahre und 70 Jahre und 5 Jahre. Dann verschied er und er starb in guter Weise, zufriedener Mann etc. Warum denkst du, Claudia, wird das so gestelzt geschrieben? 170 und 5 Jahre. Was steckt da an Weisheit dahinter? Was denkt ihr? Claudia, Daniela, alle sind gefordert. Kann es sein, dass es mit der Zahl 3 zu tun hat? Mit der Zahl 3? Nein, wieso kommst du auf die Zahl 3? Ach so, ich verstehe. Doch, Silke, ja, ich weiß, was du meinst. Weil es 3 Einteilungen sind. Richtig, das ist schön, was du sagst. Nämlich, richtig, sehr schön. 100 Jahre ist eine Einheit, 70 Jahre und 5 Jahre ist eine Einheit. Richtig, genau.
Und was will die Bibel sagen, Silke, was riechst du dahinter? Was vermutest du, wenn du diese Dreiteilung nennst? Das ist völlig richtig. Was bedeutet drei? Genau, Claudia, was sagst du uns zu drei? Das Transformatorische ist ja eben in dem drei ganz klar drin. Natürlich. Ich mal, entschuldige, das heißt, Claudia. Ausgezeichnet. Essen sind es drei, weil es sind, das heißt, die Bibel sagt, 100 Jahre ist ein Block, in dem er geprägt wurde, 70 Jahre sind ein Block und 5 Jahre sind auch ein Block. Und die Bibel will sagen, das notieren wir, Alter ist niemals nur einfach eine Aneinanderfügung von Ziffern, wie wenn ich sage, ich bin 70, ich bin 13, ich bin 63. Die Bibel will sagen, Alter setzt sich, notieren wir, immer aus Blöcken zusammen, aus Komplexen, die bedeutsam waren. Das heißt, wir können festhalten, die ersten 100 Jahre waren für ihn bedeutsam, die nächsten 70 Jahre waren bedeutsam und die letzten 5. 100, wissen wir ja, ist immer die Zahl der Einheit Gottes. 70 bedeutet immer 7. 7 ist die vollkommene Einheit der Zahl in der Zeit, in der Schöpfung. Und die 5 natürlich bedeutet immer das Zugreifen, die 5 Bücher Mose, die Weisheit. Wir notieren, 100 ist ein Block, der für ihn prägend war. Die ersten 100 Jahre waren für ihn sehr wichtig. Besonders prägend. Da lebt er die Einheit Gottes im Klartext. Mit 100 Jahren bekommt er ja auch seinen Sohn Yitzhak. Dann lebt er noch einmal 70 Jahre. Das ist eine besondere Vollkommenheit für sich. Die 70 Jahre sind eine Vollkommenheit für sich. Und zum Schluss darf er noch 5 Jahre der besonderen Nähe zu Gott leben, in denen er laut jüdischer Tradition die Weisheit der Tora, die ja durch die 5 Bücher symbolisiert wird, besonders intensiv gestaltet. Das heißt, es sind 3 Blöcke, die sein Leben prägen. Und die Bibel will sagen, jeder Block hat seine eigene Tradition. 100 ist für sich eine Intensität, 70 ist eine Prägungserfahrung und 5 ist ebenfalls eine große Erfahrung, in der er geprägt wird. Das ist typisch, wenn wir die Bibelzahlen lesen. Dann steht in 8, Abraham starb in gutem Greisentum, satt, alt und satt und wurde zu seinen Volksleuten eingeholt. Wer weiß, was dieser Begriff wurde zu seinen Volksleuten eingeholt, Volksleuten. Was heißt dieses? Das ist eine Umschreibung, wofür? Wer hat sich darüber Gedanken gemacht? Das heißt nicht, er wurde, denn wenn hier steht, er starb und weiß ich, er wurde begraben, in 9 steht ja dann, ihn begruben Yitzhak und der Höhle Machpelah, die er sich ja kauft, das ist heute Hebron, in dem Anger, sprich in dem Feld, in dem Acker, Sohn und so weiter, das hat er gekauft, dort liegt er, den Anger, den er erworben hat, das wollte er. Und dort wurden begraben Abraham und sein Weib, das heißt die sterblichen Überreste, der Elmer sind dort. Ja. Was will die Bibel sagen mit diesem Zusatz, nämlich wonach er von seinen Volksleuten eingeholt wurde? Wer weiß, wofür das steht? Claudia, du bist doch so super gescheit. Was heißt das? Er wurde von seinen Volksleuten eingeholt. Claudia, Urana. Er wurde zu seinen Volksleuten eingeholt. Ja, also für mich gibt es jetzt da, die eine Möglichkeit ist, da er ja der Vater aller Völker ist. Ja. Ja, dass er also zu... Er wurde zu seinem beginnenden Volk sozusagen eingeholt, das er mit Sarai bildet. Ja. So. Was heißt das? Was will die Bibel sagen? Ich meine, er ist ja tot, ist ja gestorben. Seine Seele ist seinem Körper entstiegen. Und was will die Bibel mit dieser Umschreibung sagen? Das ist eine typische Umschreibung, Ohana. Er wurde zu seinen Volksleuten. Wohin wurde er geholt? Ja, zu Gott. Ja, also genau das ungläubige Menschen, also das Volk, dieser Satz ist eminent wichtig. Er wurde einberufen, einversammelt in die Gemeinschaft der Seelenverbundenen. Das ist für alle Rabbiner ein Hinweis auf ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Seine Gebeine liegen in der Höhle Machpelah, seine sterblichen Überreste auf Deutsch gesprochen, aber seine Seele, die wird eingeholt zu Gott in die Gemeinschaft der Seelen, die bei Gott ruhen und natürlich gar nicht sterben können. Das ist die Tiefe dieser Aussage. Ich wiederhole, er wurde zu seinen Volksleuten eingeholt, heißt, seine Seele wurde zu seinen Altvorderen, sagt man auf gut im Deutsch, in den Himmel, in die Ewigkeit abberufen und darf sich dort mit ihnen befinden in dieser Ewigkeit. Sein Körper wird begraben in der Höhle Machpelah, das ist heute Hebron, die palästinensisch besetzte Stadt. Aber seine Seele, die lebt weiter in Gott. Das ist ein ganz wichtiger Satz, der kommt bei einigen Menschen vor. Nicht bei allen, aber bei einigen besonders erlesenen Menschen wird deutlich gesagt, dass es dieses Weiterleben, Hochrange, bei Gott gibt. Er wird eingeholt, heißt, er geht in die Ewigkeit zu den Menschen, nicht auf Erden, die dort liegen, sonst würde ja stehen, er wurde begraben, sondern zu der Gemeinschaft der Menschen, die schon längst bei Gott sind und in der Ewigkeit ruhen. Das ist die Idee dahinter. Juval? Ja?
Ist es das, was auch auf den jüdischen Gräbern immer oben drauf steht? Ja, Abkürzung? Ausgezeichnet. Das ist dieses Tanzibar. Claudia schreibt es gleich an. Tafnun Tzadi Bet. Tafnun Tzadi Bet. Genau wie du sagst, Helmer. Werde, streng genommen, seine Seele wird ruhen in der Gemeinschaft im Bündel der Ewigen. Genau wie du sagst. Das kommt aus einem großen Satz in 1. Samuel 25, 29, in dem Abigail, die spätere Frau des David, sagt, deine Seele, die Seele, die du hinterlassen wirst, die dich überleben wird, wird ruhen im Bündel des ewigen Lebens. Genau wie du sagst, Helmer. Deine Seele wird ruhen im Bündel des ewigen Lebens. Und dieser Satz ist eminent wichtig für unser Verständnis, weil er zeigt, dass wir Juden fest daran glauben, unsere Seele entsteigt dem Körper, Helmer, und geht in die Ewigkeit. Was zurückbleibt, ist nur deine körperliche Hülle. Helmer, deine körperliche Hülle mit deinen Ecken und Kanten, die bleibt in Elmshorn, so du begraben wirst in Elmshorn. Aber deine göttliche Seele, die kann nicht begraben werden, weil sie nicht stofflich ist. Und das leiten wir Juden ab aus diesem Satz, wonach er eingeholt wurde, sprich seine Seele, in Gott. Die Seele, das wird natürlich auch bei anderen passieren, aber gerade bei großen zentralen Figuren wird dieser Satz so geschrieben, nämlich wurde eingeholt. Die begruben und so weiter in der Höhle, haben wir gesagt, Socha, das war ein Chetiter, der hat das verkauft, den angert den Abraham von den Söhnen und so weiter, dort wurde begraben Abraham und so weiter. Die Bibel will betonen, dass er beim Tod festlegt, er möchte neben seiner Frau liegen. Das heißt, die zentrale Frau seines Lebens bleibt Sarah, das ist ganz klar. Sonst würde er nicht stehen, er wurde begraben neben ihr. Seine zentrale Frau, die er hatte, mit der auch Yitzhak zeugte, war Sarah, und er will neben ihr körperlich liegen. Das sagt er eindeutig. Seine Frau wird neben ihm beigesetzt, sprich die körperlichen Überreste. Und jetzt passiert etwas Interessantes, was ich so spannend finde, wenn ihr das notiert, das Leben steht direkt in Verbindung mit dem Tod, Maria Lauterbach, immer mit dem Tod. Es geschah nach Abrahams Tod, Gott segnete Yitzhak, seinen Sohn Yitzhak aber siedelte und so weiter. Satz 11 ist so ungemein wichtig. Der Tod ist geschehen, Helmer, und dennoch geht das Leben weiter und Gott segnet Yitzhak, er segnet ihn, nach dem Tod seines Vaters. Finde ich so spannend. Es steht nicht da, was passiert. Natürlich wissen wir, dass er den Wohlstand seines Vaters bekommen hat, aber segnen bedeutet, Gott wendet sich ihm zu und setzt, wenn ihr das bitte deutlich Frau Lauterbach, bitte auch aufschreiben, Frau Lauterbach, nicht nur mich anschauen. Bitte aufschreiben, Silke und Frau Lauterbach. Gott segnet den Yitzhak, Yitzhak ist der hebräische Name für Isaac, Gott wird lachen, indem das begonnene Lebenswerk aus dem Leben Abrahams dann jeder sich fortsetzt im Leben des Nachkommens. Das ist das Thema Segen. Weil viele Christen sich kolossal schwer tun mit dem Begriff Segen. Viele wissen gar nicht, was das ist. Viele denken, naja, Segnen bedeutet einfach liebevoll sein oder nur die Hände über jemanden legen. Das ist ein Teil der Wahrheit. Aber Segnen bedeutet ganz tief von mir, als euer Fachmann erklärt, Segnen bedeutet, das begonnene Lebenswerk geht mit den Kindern weiter, so die Kinder, und jetzt kommt's, dafür offen sind, wirklich interessiert sind an diesem Lebenswerk. Und Yitzhak ist da interessiert. Ishmael nicht interessant. Ishmael steht zwar da, er begräbt seinen Vater, formelle Korrektheit, aber es ist nichts passiert, nichts dahinter. Das ist nur ein Affentheater. Das ist nur ein Affentheater. Aber was wirklich groß ist, Yitzhak ist interessiert. Jetzt möchte ich nur wissen, warum steht hier, Yitzhak siedelte am Brunnen des Lebenden Michsehenden. Claudia Rochana und alle anderen, was geschah am Brunnen des Lebenden Michsehenden? Wer erinnert sich? Deshalb, das war mal, habe ich mich sofort gefragt. Dort ist nämlich ja die Hagar getröstet worden von Gott. Er und das Kind ist nicht verdurstet. Ausgezeichnet, du Doktor der Urologie und Theologie. Genau das ist es. Wiederhol das bitte für Frank. Frank möchte das nochmal hören von dir. Also Hagar ist ja vertrieben worden von Abraham und Sarah. Und sie ist dort verzweifelt mit ihrem Kind, weil sie glaubte zu verdursten. Und dort hat Gott ihr die Augen geöffnet und sie sah den Brunnen, der ihr das Leben rettete und ihrem Kind, und hat dort Gott gedankt, dass Gott sie sah, der Lebende, ja, mich Sehende. Genau, ausgerechnet. Und jetzt kommt aber Isaak genau dorthin, und das hat natürlich bestimmt eine Bedeutung, Juval, nicht wahr? Richtig, und das will ich nämlich von euch hören. Was will die Bibel? Wir machen ja hier keinen Ratespaß und wir machen hier keine Vergnügungssendung, sondern es geht wirklich um harte Bibelarbeit, um Gott zu ehren und um euer Leben zu erfüllen. Denn Christen brauchen Judentum. Ich sage es deutlich vor Millionen Zuhörern und Zuschauern.
Ich werde es nachher auch in YouTube schreiben. Christen brauchen Judentum. Und wenn ein Christ sich mit Judentum nicht beschäftigt, wird er blöd sterben, so wie er blöd geboren ist. Ganz klar. Da bin ich sehr scharf. Christen und Halbchristen und Viertelchristen, in Anführungszeichen Christen, die nicht mehr viel von ihrem Christentum halten, brauchen, damit sie eine Minimalidentität haben als sogenannte Christen, jüdisches Wissen. Und wenn jemand mit dem Christentum gar nichts zu tun hat, sondern sich dem Judentum nähert, braucht er unbedingt Tora-Kenntnisse. Und ich bin ein Fachmann für Tora und zeige Christen und unzufriedenen Christen, welche Tiefe in ihrer Heiligen Schrift steckt. Und jetzt möchte ich wissen, was will die Bibel uns sagen mit dem Satz, den Dr. Angela so brillant interpretiert hat. Warum steht hier um Gottes Willen, Israel, erstens, er wird gesegnet, das ist wichtig, die Tradition geht weiter, das Werk von Abraham geht weiter mit Yitzhak, seinem Sohn, es wird deutlich gesagt, es ist sein Sohn, und wir notieren, Angela, er erweist sich als würdig, sein Sohn zu sein. Steht nicht nur einfach da, er war sein Sohn, weil das eine biologische Tatsache ist, sondern er ist wirklich gerne Sohn seines Vaters, so wie ich Sohn meines Vaters bin. Ich bin nicht nur biologisch ein Produkt meiner Eltern, das ist mir viel zu wenig, sondern ich bin wirklich Sohn meines Vaters. Und wenn ihr wisst, wie heftig ich es treibe mit den Büchern, die ich hier neu herausgebe. Das ist ja ein neues Buch übrigens von mir herausgekommen. Dort, Daniela, habe ich gewonnen als Rezensentin. Ich möchte das nochmal kurz einzeigen. Ist das nicht Josefs Sohn? Ein Buch, das Daniela, Dr. H.C., Daniela wird das Buch besprechen. Mit einem Vorwort meiner Gattin und einem Nachwort von mir. Das habe ich neu herausgegeben. Ich bin ja nicht mehr zu bremsen. Und das ist mein berühmter Vater, den ihr alle sehr kennt und liebt. Und dahinter bin ich abgebildet. Und ich bin sehr froh, dass ich mit dem Lit-Verlag dieses alte Buch in Blau-Weiß, den Farben Israels, neu herausbringe. Und Daniela steckt in einer tiefen Arbeit. Sie wird das Buch öffentlich besprechen, weil sie eine heiße Lust darauf hat. Das wird bald kommen. Kurzum, ich bin auch der Sohn meines Vaters, aber nicht nur rein biologisch, sondern ich spüre, dass mein Vater mir ein riesiges Erbe, ein spirituelles Erbe hinterlassen hat. Und ich danach lechze, dieses gigantische brückenbauende Werk meines Vaters fortzusetzen. Yitzhak genauso. Yitzhak ist der Sohn seines Vaters. Nicht nur biologisch, sondern indem er die Linie, die Gott mit Abraham begonnen hat, durch sein Wirken und durch sein Werken fortsetzt. Und darum segnet ihn Gott. Segen im Judentum bedeutet immer, wenn du dich entscheidest für Gottes Zuwendung, spirituelle Zuwendung, dann bekommst du eine Kraft, die dich in die lange Ahnenreihe der Vorfahren einreiht. Und Segen ist immer, wenn wir das bitte notieren, Claudia, immer und auf Frau Terza. Segen bedeutet immer Kontinuität einer Linie. Ein Segen platzt nicht einfach in dein Leben hinein ohne einen Kontext. Segen ist immer kontextuell. Es steht immer in Verbindung mit dem, woher du kommst und wohin du gehst. So habe ich es nämlich perfekt ausgedrückt. Ich wiederhole, Claudia notiert. Segen steht immer in Verbindung mit der Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Das heißt, wenn ich ein wurzelloses Gebilde bin und wenn ich haltlos bin, dann werde ich keinen Segen bekommen. Segen entsteht nur, wenn ich mir bewusst bin, woher ich komme, aus welcher Familie ich komme, aus welcher Tradition ich komme und wohin ich gehe. Wenn ich kein Ziel im Leben habe, sondern wie ein Blatt durch den Wind geweht werde, werde ich nicht gesegnet werden. Das wird nicht nützen. Segen bedeutet, ich bekomme eine Stabilität und ich bekomme eine Ausrichtung für mein Leben. Und ich spüre zum Beispiel durch euch, dass ich wirklich ein gesegneter Mann bin, weil ich mit euch zum Beispiel gesegnet bin. Ich will mich so gesegnet, erstens, weil ich das Werk meiner Eltern fortsetzen darf. Morgen Abend habe ich übrigens, das will ich euch sagen, bin ich in einem Kibbutz eingeladen mit meiner Frau. Wir sind in einem Kibbutz, einem der ältesten Kibbutzim in Israel, heißt Ayelet HaShachar, im Norden Israels, noch nördlicher als hier. Ich bin eingeladen durch die Leitung des Kibbutz und ich werde am Donnerstagabend einen Gala-Vortrag halten auf Hebräisch über das Werk meiner Eltern. Auf Hebräisch zum ersten Mal. Ich habe ja vorbereitet, da werden die Wände wackeln. Ja. Doris ist dabei, die Doris, die Schwäbin ist dabei. Ich werde auf Hebräisch sprechen. Super. Genau, ich werde 2 Stunden über das Leben meiner Eltern sprechen, was sie für Israel beigetragen haben, was sie in Deutschland geleistet haben, wie sie das Herz von Doris erobert hatten. Mhm. Kurz, ganz intensiv sprechen. Und das segnet mich. Verstehst du, wenn ich wirklich für meine Eltern etwas tue und für das, was mit meinen Eltern begonnen ist, dann bin ich ein Gesegneter. Und wenn ich euch das weitergeben darf, dann bin ich auch ein Gesegneter. Segen steht immer in Verbindung mit einer Tradition. Und ich liebe Tradition. Judentum ist eine einzige große Tradition. Und weil ich diese Tradition liebe und pflege, spüre ich, dass ich sehr gesegnet bin. Und das ist nicht primär das Geld, sondern primär die Spiritualität. Und ich bin auch gesegnet, indem ich mit euch arbeiten darf und es weitergeben darf. Und Yitzhak ist der Typ von Mann,
der unbedingt, das werden wir noch besprechen, diese Linie seiner Eltern weitergeben will. Und die Bibel will uns sagen, der erste Schritt der Weitergabe ist, dass er sich an diesen Ort begibt, Yitzhak aber siedelte an dem Grund des Lebens, nämlich Seelen. Warum setzt er sich dort nieder? Angela hat es schon genannt. Weil er dort die Verbindung hat mit den Menschen, mit der Frau Hagar, die sein Leben so sehr prägte. Hagar war nämlich die Frau, die dort sich niederließ und die er dort nahm, um sie seinem Vater zuzuführen. Erinnert ihr euch? In Kapitel 25, genau. Nimmt Yitzhak diese Hagar und führt sie seinem Vater zu, nachdem seine Frau stirbt. Das heißt, die Bibel will sagen, Yitzhak siedelt genau an dem Ort, an dem diese Frau war und will die abgebrochene Linie, die dort bestand, die abgebrochene Linie zu Hagar aufgreifen. Und somit stärkt sich auch das, was ich vorhin gesagt habe, diese Vermutung und diese Unterstellung. Gott hat Abraham diese Frau Hagar zugeführt, damit sie in Gestalt der Ketura eine neue Beziehung mit Abraham eingehen kann. Und Yitzhak unterstützt das. Yitzhak geht genau an diesen Ort, an dem, wie Angela eben sagte, Hagar ihr neues Leben fand und von Gott begleitet wurde in das Leben. Denn sie hatte ja ihren Sohn, der Sohn war ja vom Durst betroffen und sie rettet ihn von dem Durst und dort beginnt die neue Beziehung und das Versprechen, die Verheißung Gottes an Ishmael, nämlich dein Sohn wird ebenfalls ein Segen werden. Er wird ein Segen werden. Das heißt, wir merken, dass dieser Yitzhak in einer Verbindung steht, die mit Segen steht. Wir notieren, Yitzhak siedelt an einem Ort, der mit Segen einhergeht. Es ist der Segensort. Und er selbst als ersten Schritt entscheidet sich, an den Ort zu gehen, in dem Gott das Leben seiner damaligen, Stiefmutter, die Mutter seines Bruders, gerettet hat. Yitzhak ergreift Segen. Das ist die Bedeutung dieses Satzes. Dies sind, und jetzt pass auf, jetzt passiert Folgendes, nachdem der Ishmael ja indirekt erwähnt wurde, Angela, dies sind die Namen der Söhne Ishmaels, ihre Namen nach ihren Zeugungen. Daniela, wie viele Namen liest du hier? Hier steht es ja konkret, sind 12. Jetzt im Zusammenhang mit Ishmael, nachdem dieser Ishmael genannt wurde, haben wir hier 12 Kinder, steht ja deutlich da. Das waren die Söhne Israels, waren 12. Dies sind die Söhne Ishmaels, diese ihre Namen, ihren Höfen, ihre Lagen und 12 Fürsten. Übrigens, es steht deutlich da, Fürsten ihrer Horden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Ishmael, der leider nicht kooperierte mit seinem Bruder Yitzhak, dennoch ein Gesegneter war und die gleiche Anzahl Stämme bilden darf, sogar Fürsten. Fürsten sind immer Leiter der Stämme, wie Jakob, der 12 Söhne hatte und entsprechende 12 Stämme leiten darf. Wir notieren, hier erfolgt jetzt eine Parallelität zwischen den zwölf Söhnen des Ishmael und den 12 Söhnen Jakobs. Ishmael bildet 12 Söhne, die bilden eine große Gemeinschaft der Ismaeliten, später Araber. Und diese wiederum stehen gegenüber den 12 Söhnen Jakobs, die noch kommen werden und die das große Volk Israel bilden. Gott hat auch mit Ishmael einen großen Plan vor dem Ende. Daniela, Gott hat auch mit Ishmael einen Plan. Was bedeutet Daniela, der Name Ishmael übrigens? Ishmael, was bedeutet der Name? Daniela? Gott erhört. Jawohl, wir notieren. Der Name Ishmael, wir erinnern uns kurz, hat eine große programmatische Bedeutung, Gott erhört. Ishmael ist nicht ein belangloser Name, obwohl er selbst zu einem Vater einer sehr belasteten Gemeinschaft wurde, die mit Israel leider immer Krieg führte, heute immer noch. Dennoch hat der Name eine gigantische Bedeutung, wenn wir das bitte notieren, nämlich Gott erhört. Und weil Gott das Leid, was Angela vorhin erwähnte, das Leid der Mutter am Brunnen des Lebenden, nicht Sehenden, in Kadesh, in der Halbinsel Sinai, erhörte und ihr versprach, ich weiß, dass du vor dem Verdursten stehst und ich weiß, dass du leidest unter Sarai, und Sarah, weil du beide selbst dran schuld bist, dennoch wirst du einen Sohn gebären und der wird Ishmael heißen und Gott erhört ihn und Gott hat mit ihm auch einen Plan vor. Das heißt, wir können sagen, auch auf Ishmael ruht ein Segen, nämlich Vielfalt, 12 Kinder, aber diese Kinder haben leider nicht diesen Segen, den Yitzhak bekommt. Warum?
weil Ishmael sich nicht um die Traditionspflege kümmert, notieren wir. Ishmael kümmert sich nicht um die spirituelle Traditionspflege. Genau, unsere Claudia hat es aufgeschrieben, fantastisch, Ishmael, Gott erhört. Gott erhört. Übrigens, weil ich das gerade gesagt habe, das große Gebet des Judentums fängt ja an mit Schma Israel. Wenn wir das bitte notieren, Deuteronomium 6,4. Claudia, sag mal das große Gebet des Judentums auf. Du kennst das auswendig nachts im Bett und morgens in der Küche. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Genau, Claudia schreibt das mal gerade in die Zeile. Das war wieder brillant von dir. Damit sie merken, alle, liebe Freunde und Freundinnen, auch Dr. Angela, wir Juden sind aufs Engste verzahnt mit dem ismaelitischen Volk. Denn unser jüdisches Gebet in Deuteronomium 6,4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, höre Israel, dein Gott ist der Einzige, dein Gott ist der Mächtige. Dieses sogenannte Glaubensbekenntnis, ist ja eigentlich ein Glaubensappell, ist in Deuteronomium 6,4 geschrieben, im 5. Buch der Bibel, und es verbindet uns Juden mit dem Namen unseres Rivalen Ishmael, denn Schma Israel hat die gleiche Buchstabenfolge wie Ishmael. Schema Israel, leicht umgestellt, ergibt den Namen Ishmael. Das heißt, wenn die Ishmaeliten, die späteren Araber, wüssten, wie stark wir miteinander verbunden sind, gäbe es in Israel kein Blut vergießen mehr, Daniela. Das kann ich dir offen sagen. Aber leider, und das ist das Thema unseres heutigen Abends, sind sich die Ismaeliten nicht bewusst, welcher Segen auf ihnen ruht. Ich wiederhole für Frank und für Tirza, die Ismaeliten sind sich nicht bewusst, wie sehr sie von Gott gesegnet sind und wie sehr sie von Gott geliebt sind. Sonst würden sie sich anders benehmen, schon zur Zeit der Bibel. Sie bekommen 12 Kinder und in 18 steht ein wichtiger Satz, sie wohnten aber von Chavila bis Schur, das ist eine große Ausbreitung in der Südinsel, in der südlichen Halbinsel in Sinai, das angesichts Ägyptens, das heißt, sie sind im Vorderland Ägypten, bis hin wieder, du nach Assyrien kommst, sie erstrecken sich bis zu Assyrien. Das Assyrien ist heute Damaskus. Also, Entschuldigung, Assyrien ist heute, Irak, Iran. Assyrien heute ist nicht Assyrien. Assyrien damals ist nicht Syrien heute, sondern Assyrien damals, zur Zeit der Bibel, ist heutiges Irak, Iran. Das heißt, die Bibel will sagen, ihre Fläche ist der gesamte arabische Halbmond. Der sogenannte arabische Halbmond ist ja gezeichnet nach dem Halbmond. Das ist ein riesiges Territorium. Assyrien ist ostwärts bis heute Irak, Iran. Und Ägypten ist bekanntlich am Nil. Das heißt, sie besiedeln ein riesiges Volk. Und was ist aus ihnen geworden? Gar nichts ist aus ihnen geworden. Weil sie nicht den Segen, nicht die Tradition Abrahams pflegen. Und das ist schade. Gott gibt ihnen zwar die Voraussetzung, reichhaltig zu sein, 12 Stämme, aber sie machen nichts draus. Und dann steht der Satz 18, der ist wichtig, all seinen Brüdern viel eher ins Gesicht, wer Ishmael. Und das ist genau der Segen, den sie seinerzeit in Genesis 24, 25 bekam, die Frau Hagar. Was heißt der Ausdruck ins Gesicht fallen, Daniela und Angela? Wer versteht diesen Satz? Was heißt das, all seinen Brüdern viel eher Ishmael, der diesen schönen jüdischen Namen trägt, obwohl er nicht diesem jüdischen Namen gemäß lebt? Was heißt das bei Buba, und das ist natürlich korrektes Hebräisch? Was heißt das, Angela? Er fiel ihnen ins Gesicht. Was passiert? Ich würde das als Angriff verstehen. Ja, genau. Angela, wir notieren, Angela Renate Rechabia, du fabelhafte Theologin und Urologin, es bedeutet, er ist provokativ. Genau, genau der Segen, den Gott damals der werdenden Mutter Hagar zusprach. Du, der Mann ist aggressiv. Der Mann ist ganz einfach aggressiv. Joval, wo steht die Parallelstelle? Wo steht die Parallelstelle? Die steht in Genesis, warte mal, ich sage es dir sofort. Ich suche jetzt die Stelle für dich auf. Ich meine, es ist 24, schau mir nach. Ich sage es dir sofort, das ist diese Geschichte. Ich schaue dir sofort nach. Abraham war alt, hochbekommen. Abraham, Moment. Nein, Moment. Ich sage es dir sofort. Na, ich blättere mal. Ich meine, es ist, warte mal, wo ist denn das hin? Guck mal, entweder 21, hier. Hier, Moment. Hier, ja, 21, schreib auf sogar. Es fängt in 21 an, hier. In 21 fängt es an. Es setzt sich dann fort beim Kauf des Angers in 24. In 21, in Genesis notieren wir alle 21.
Und Moment, Gott klärte ihr die Augen. In 16 und 21 schreibst du auf, in Kapitel 16 und 21. Gott war bei dem Knaben, er wuchs groß und saß in der Wüste, er wurde ein Schütz, ein Bogenführer. Das heißt, da fängt die Geschichte an, sprich das Thema dieses Kindes. Er wird ein Mann sein, der in der Wüste wohnt und er wird allen ins Gesicht machen, ins Gesicht springen. In 21,13 steht doch aber auch, den Sohn der Sklavin, zum Stamm will ich ihn machen, denn dein Same ist er, sagt er Abraham. Das heißt, da wird ganz deutlich gesagt, dass Ismael gesegnet wird, aber er lebt nicht dem Segen gegenüber. Wir notieren, er lebt nicht diesem Segen gegenüber. Und in 21,18 steht auch der Satz, Angela, auf, hebe den Knaben und umfasse ihn, als er vom Verdurstungstod stand, mit deiner Hand, sagt er zu Hagar, der Mutter, denn zum großen Stamm will ich ihn machen. Das heißt, er bekommt eine Verheißung. Aber unser Thema lautet ja, machst du was aus deiner Verheißung oder machst du nichts aus deiner Verheißung? Er macht es nicht, er macht nichts aus seiner Verheißung. Und diese beiden Kapitel sind Genesis 16 und 21, dort ist das Thema der Mutter, der großen Mutter und des großen Segens über Abraham gesprochen. Danke. Ja, ich wiederhole nochmal zum Segen, Christine, für deine Arbeit. Wenn du gesegnet werden willst, wirklich gesegnet werden willst, musst du dem Segen gemäß leben. Segen geschieht nicht einfach wie eine Dusche, so kalte Dusche, über dich und du bekommst es. Du bekommst zwar die Voraussetzung von Gott. Gott gibt dir zum Beispiel 12 Kinder. Gott spricht deiner Mutter zu, was wir ja gelesen haben. Du wirst einen Sohn bekommen und er wird sich ausbreiten. Und er wird zwar aggressiv werden, deinen Geschwistern gegenüber, aber dennoch werden die Geschwister mit ihm klarkommen. Sie werden ihm Parole bieten. Es wird eine Feindschaft geben, eine Spannungsbeziehung. Aber was machst du daraus? Das ist der Aspekt der Bibel. Wie gehst du mit diesem Segen, ich nenne es gerne mit diesem Vorschusskapital um? Wie gehst du mit dem Vorschusskapital, das Gott dir gibt, um? Nutzt du es oder legst du es brach liegen? Und leider ist Ismael, obwohl er diesen schönen Namen hat, notieren wir deutlich derzeit, der ausdrücklich das Credo, das sogenannte Credo des Judentums beinhaltet, nämlich ich glaube an Gott und Gott hört mich, macht Ismael nichts. Er pflegt es nicht. Das ist, als würdest du ein Kapital bekommen, ein spirituelles oder ein materielles, und du pflegst es nicht. Du lässt es einfach bei dir zu Hause in Erfurt oder in der Brücke genau liegen und es verkommt. Es wird jedes Jahr, weiß ich, durch Steuern oder durch Inflation kleiner. Ein Kapital, ein spirituelles Kapital wächst. Nur, notieren wir bitte, wenn du damit arbeitest. Denn sonst liegt es bei Ingbert Brückenau, bei Claudia im Zimmer und es wird nicht nur größer, sondern es wird kleiner, weil die Steuern und die Inflation es aufrechnen. Das ist nicht Sinn eines Segens. Segen muss gepflegt werden. Segen wollen wir pflegen, ist mein Wortspiel heute Abend. Daniela notiert das für Bad Reichenhall, für ihre Enkelkinder eines Tages. Segen wollen wir pflegen. Oder anders, Segen will man pflegen, soll man pflegen. Segen soll man pflegen. Segen will man pflegen. Wenn du den Segen nicht pflegst, geht er nicht auf. Das ist wie wenn du beispielsweise, um ein Bild aus der orientalischen Landwirtschaft zu benutzen, wenn du das Samenkorn, wovon Jesus spricht, Joshua, in den Boden wirfst und du gießt es nicht und du düngst es nicht, wird aus diesem Samen kein Weizenkorn werden. Es reicht nicht einfach, den Samen hier in den schönen galiläischen Feldern zu werfen und zu sagen, so jetzt gehe ich nach Hause, soll der Same schauen, was er macht. Das nützt nichts. Du musst es gießen, respektive auf Gott warten, der uns das Wasser schenkt, aber du musst auch den Acker bearbeiten. Wenn nicht genügend Wasser ist, musst du künstlich Wasser zufügen und du musst entsprechend Dünger zuführen. Das weiß ein Landwirt in Galiläa. Hier wohne ich ja in Galiläa. Verstehen Sie? Und wenn du das nicht tust, geht der Same kaputt. Und somit geht auch der Segen kaputt. Und das ist das Thema von Ismael. Gut, und jetzt will ich, dass ihr kurz mal nachdenkt, was hier passiert. Das haben wir geklärt. Ich will kurz erklären, warum das hier passiert. Yitzhak haben wir geklärt. Genau. Jetzt macht die Bibel eine Zäsur. Sie will sagen, das Thema Ismael ist abgerundet. Ismael steht gemäß seinem Segen in Genesis 16, 21 in einer Spannungsbeziehung mit Yitzhak, in einer sehr großen Spannungsbeziehung. Und er arbeitet nicht weiter daran. Verstehst du? Er arbeitet nicht daran. Er lässt das einfach geschehen. Ich habe ja einen Segen bekommen. Ich heiße Ismael, aber was mache ich daraus? Was mache ich daraus? Ist nichts. Er erkennt nicht die Bedeutung. Und jetzt kommt der große Kontrast. Jetzt kommt der große Kontrast in Vers 16, in Vers 19, in Kapitel 25, nämlich dies sind die Zeugungen Yitzhaks. Yitzhak kriegt auch Nachkommen. Er ist der Sohn Abrahams. Die Bibel betont ausdrücklich, Abraham zeugte Yitzhak. Warum wird das so betont? Warum wird in Vers 19, Angela, betont, dies sind die Zeugungen Yitzhaks, des Sohnes Abrahams, Abraham zeugte Yitzhak.
Warum steht dort mit, wir wissen doch, dass Abraham Jitzhak zeugte, Angela. Du, die, du. Du also die, wir haben vorhin festgestellt, dass es lange um Isaak ging. Später ging es um Ismael und das wird wiederholt in Vers 12 und 13. Die Doppelung, haben wir bei dir gelernt, ist immer der besondere Augenmerk auf die Wichtigkeit. Jetzt ist die Rede von Ismael und hier ist wieder die Rede von Isaak und vor allem als der Hauptsohn Abrahams. So würde ich das. Angela, du bist heute so gigantisch. Hast du irgendeine Droge genommen? Hast du eine Nein, ich habe mich nur auf Schiur gefreut. Ja, sehr schön. Genau das wollte ich hören. An Daniela, wir notieren. Wenn in der Bibel so deutlich steht, dies sind die Zeugen, das heißt, jetzt kommt die Nachkommenschaft Jitzraks, Thomas. Die Nachkommenschaft Jitzraks wird genannt, da ist ja für mich, wie gesagt, Jitzrak. Jitzrak heißt ja, er lacht, Gott lacht mit ihm, weil er der spätgeborene Sohn ist, an dessen Geburt niemand mehr glaubte. Des Sohnes Abrahams, er ist ganz klar der Sohn Abrahams. Die Bibel will damit sagen, er steht wirklich in der Nachfolge, Claudia, von seinem Vater. Er ist wirklich der Apfel, der nicht weit fällt vom Stamm. Das ist die Idee dahinter. Jitzrak ist der Apfel, der nicht weit fällt vom Stamm. Er ist wirklich der wahre Nachfolger, nicht Ismael. Und dann steht, Abraham zeugte Jitzrak. Das heißt, Abraham ist der geistige Vater von Jitzrak. Er hat ihn wirklich gezeugt. Er ist der leibliche Vater und er ist zugleich der Traditionsvermittler. Mit Abraham entsteht die monotheistische Linie und Abraham zeugte genau diesen Jitzrak. An ihn gibt er seine Tradition weiter, notieren wir. An ihn geht die Tradition weiter und Jitzrak ist stolz darauf, notieren wir, Daniela, Sohn dieses Vaters zu sein. Er ist genau Sohn dieses Vaters. Dieser Sohn will er sein und kein anderer. Und jetzt steht etwas Interessantes da. Jitzrak war 40 Jahre alt, als er die Tochter mit, als Rivka, Betuel ist übrigens Verwandtschaft, Aramäer ist ja die Sippe von Laban, das heißt, er heiratet innerhalb des großen Clans ein, aus dem Aramäerland, das ist südliche Türkei heute, er heiratet innerhalb der Familie ein, nämlich die Betuel ist die Schwester, er heiratet Rivka, genau, Rivka haben wir ja schon geklärt vorher, ist die Schwester Labans und die holt er ja raus aus dem Aramäerland und nimmt sie sich zum Weibe. Warum betont die Bibel, dass er 40 Jahre alt war? Wer weiß, Doris, was heißt 40 in der Bibel? Liebe Doris, du Schwabenkönigin, was bedeutet 40? Warum sagt die Bibel, übrigens, das ist ein sehr fortgeschrittenes Alter. Doris, wann heiratet man üblicherweise im Orient? Oh, jung, früh. Ja, welches Alter? Anfang 20. Früher sogar, 15. 15. Wow. Okay. Ja, mit 15 heiraten Männer, manche Mädchen, sagt man zu der Bibel, schon mit 12 Jahren. Mit 12. Weil der Mensch schon einfach sehr früh vorbereitet ist auf die Unbindung der Natur, die Härte der Natur und dementsprechend partnerschaftsfähig ist. Warum ist Jitzrak so alt? Claudia, was hast du für einen Gedanken? Warum ist er so alt? Das ist ein alter Mann. Mit 40 hast du schon Enkelkinder. Warum ist Jitzrak so alt? 40 alte Jahre. Das ist wirklich ein alter Mann schon. Warum ist er so alt und findet dann diese Rebekka, übrigens Rivka will ich kurz erklären, Rivka ist die Bestrickende, die Gewinnende. Wenn wir das bitte notieren, Doris, Rivka kommt nur zweimal vor in der Bibel und heißt immer die Bestrickende, die Fesselnde, die Gewinnende. Sie hat eine Faszination durch ihre geistige Ausstrahlung, kommt aus Heidenland. Eliezer hat sie ja heimgeführt auf Geheiß des Vaters, das hat man in Genesis 24. Und Jitzrak wartet, bis er 40 Jahre alt wird. Und dann nimmt er sich die besagte Rivka, die ja sein Vater, der Hausverwalter seines Vaters heimbrachte. Und mit 40 Jahren nimmt er sie sich zur Frau. Warum so lange, Helma? Warum wartet der Mann so lange? Mit 40 beginnt was Neues. Ja. Nein, ja. 40 ist was abgeschlossen und beginnt eine neue Zeit. Ja. 40 ist eine ganz große Reifungszeit. 40 Jahre wird das Volk Israel später durch die Wüste wandern und Jesus war 40 Tage in der Wüste. Genau. Schreiben wir auf, Jitzrak ist ein Sonderfall, wenn wir das bitte notieren. Alle haben früher geheiratet. Jakob hat schon sehr früh, man sagt mit 20, jüdischer Hörer mit 20, hat er schon zwei Frauen geholt, nämlich die Rachel und die Lea. Und der einzige Mann, der so lange wartet, ist Jitzrak. Er ist 40 Jahre und genau wie Angela und wir alle sagen, im Schwabenland sagt man ja, mit 40 wird man gescheit. Nicht wahr, Silke? Mit 40 wird der Schwabe gescheit. Das heißt, er wartet so lange, weil er wirklich diese Reifung braucht, um mit der jüdischen Frau Rebekka, die zum Judentum ja konvertieren will, möchte ich sagen, weil sie ja aus einem furchtbar heidnischen Umfeld kommt. Er braucht diese Zeit, um zu reifen und der neue, Claudia, der neue zweite Stammvater des jüdischen Volkes zu werden.
Tirzah, du notierst, er braucht die Zeit. Er hätte natürlich mit 20 heiraten können, aber in ihm notiert ist ein besonderer Reifungsprozess, den Gott steuert. 40, wie wir gesagt haben, ist die Wanderungszeit durch die Wüste. Elia ist 40 Tage am Berge Karmel. Und Jesus, Joshua, wird 40 Tage in den Berg der Versuchung geführt. 40 ist immer eine Zahl in der Bibel. 40 Jahre wandern die Kinder Israels durch die Wüste, ist immer eine markante Zahl. Immer eine sehr harte Prüfungszeit. Auch Mose am Berge Sinai, 40 Tage aß er nicht und trank er nicht und bekam die Worte Gottes. 40 heißt Reifung, eine lange Reifung. Und wir sehen, dass Gott, wenn wir das bitte notieren, Claudia und Tirza, Gott will kein Mechanismus, sozialistische Einheitspartei, sozialistische Einheitsalter. Yitzhak muss das Alter erreichen, das seiner Reifung gemäß ist. Haben wir letztes Mal nicht auch gelernt, dass Abraham nicht früher fähig war, Isaak loszulassen? Kannst du auch sagen, aber die Frage stellt sich natürlich, warum konnte er nicht früher loslassen? Weil Yitzhak diese Zeit der Bevaterung, nicht Bemutterung, brauchte, um dieser Mann zu werden, der er wurde. Natürlich hängt das damit zusammen, Silke. Aber wenn ein Vater seinen Sohn nicht loslässt, tut er das ja deshalb nicht, weil der Sohn ja noch nicht fähig ist, ins Leben zu gehen. Im Orient kannst du sehr schnell dich abnahmen. Notieren wir. Im Orient nabelt sich ein Mann und eine Tochter sehr schnell ab. Denn es steht in der Bibel, ein Mann, Vater und Mutter und hange seinem Weiben an und sie werden ein Fleisch. Im Orient wird ein kurzer Prozess gemacht, der wird nicht lange gemacht. Sondern ein junger Mann geht mit, zur Zeit der Bibel natürlich, mit 13 außer Haus, liegt mit seiner Frau im Bett und im Ruckzuck sind sie ein Ehepaar. Wenn ein Mann wie Yitzhak von seinem Vater nicht losgelassen wird, beziehungsweise er seinen Vater nicht loslässt, heißt das, das ist ein Sonderfall. Claudia, das ist ein Sonderfall. Er musste dieses Alter erreichen und 40 haben wir mal gesagt, ist eine Reifung, eine Entwicklung, die er brauchte, weil er der zweite Vater des jüdischen Volkes wurde. Und um der zweite Vater zu werden, musst du eine besondere Reifung an den Tag legen. Denn das Thema Abraham müssen wir kurz benennen. Abraham ist ein Mann, der aus dem Orient kommt, aus dem nicht-jüdischen Umfeld. Und Yitzhak ist der erste der drei Väter, der im jüdischen Land geboren wird, Silke. Abraham wurde nicht in Israel geboren. Yitzhak wurde im Land Israel geboren. Sohn zweier Eltern, die Immigranten waren. Da sind wir wieder bei dem Thema in Deutschland. Immigrant kam ja aus dem fremden Land, aus Chaldea, Ur. Er selbst ist ein Eingewanderter, Sohn von Eingewanderten und er wird auf jüdischem Boden geboren, heiratet aber seinerseits eine Rebekka und Rebekka ist wiederum eine Frau, die aus dem gleichen Land kommt, aus dem Abraham und Sarah seine Eltern kamen. Damit er diese Brisanz überwindet und integriert, gibt ihm die Bibel, natürlich Gott, 40 Jahre, weil er ein zweiter Stammvater wird und, nennen wir es mal so, eine belastete Familienbiografie hat. Durch seine Eltern und durch seine Frau. Eltern waren ebenfalls Heiden. Und er selbst ist ein im Judentum geborener Mann, er kennt kein Heidentum, heiratet aber eine Frau, die ihrerseits noch Heidentum kennt, denn Rebekka war ja eine Frau, die Heidin war. Die kommt ja aus Laban. Und Laban ist ja das heidnische Umfeld, aus dem ja die Eltern kamen. Und das muss er integrieren. Er ist überhaupt eine große Integrationsfigur im Judentum. Und darum wird er 40. Und die Bibel sagt deutlich, diese 40 brauchte er, um zu reifen, wie wir sagten, und die große Rolle, zweiter Stammvater zu werden, inne zu haben. Und jetzt möchte ich euch bitten, mal kurz zu denken, warum passiert hier diese verrückte Geschichte? Er nahm sich eine Frau und sie war wurzelverstockt. Warum ist diese wurzelverstockt? Da ist immer unfruchtbar. Jetzt möchte ich, dass ihr kurz nachdenkt, warum hat die Frau auch ein Unfruchtbarkeitsproblem? Sie wird nicht wurzelverstockt, ist ein schöner Begriff, Claudia. Bei Buber nämlich eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, die Wurzel. Das Wort Akara heißt wirklich, du kannst es mal anschreiben, Claudia, ein Kufreshei heißt wirklich, die Wurzel ist verstockt. Das heißt, in dem Eierstock der Frau, wie bei einer Wurzel einer Pflanze, ist kein Saft. Da kann nichts kommen, da springt kein Ei raus, biologisch gesprochen. Und das hat Buber sehr schön übersetzt mit Wurzel verstockt. Und Gott lässt sich erflehen, er bittet für sie, er betet für sie und auf einmal wird sie schwanger und da sind zwei Kinder in ihrem Leib und sie kommt nicht klar mit diesen Kindern, mit den beiden Embryonen, die in ihrem Bauch kämpfen und sie beforscht Gott. Jeder mal nachdenken, was passiert da? Was passiert da? Warum ist so eine Spannung in ihrem Bauch? Mal alle kurz nachdenken.
Wer hat darüber nachgedacht? Ich habe gerade etwas Wasser aus dem Heiligen Lande geholt. Claudia, was denkst du? Claudia, melde dich bitte. Was steckt dahinter? Warum wird hier so ein Konflikt dargestellt? Claudia, Terza, Daniela, was passiert hier? Kann sein, dass die Rebecca diesen Reifeprozess noch durchlaufen muss zum Judentum. Ja. Ja, was heißt das konkret? Noch etwas mehr Saft dazu? Dass sie in das Judentum mehr einsteigen kann oder über den Gott des Abrahams mehr erfahren kann durch Isaac. Ja, einverstanden. Aber warum ist hier so eine Spannung? Isaac, warum muss er überhaupt, erstens mal klären, warum ist die Frau? Ich meine, bei Sarah wissen wir das ja, Claudia, was sagst du? Claudia, du hast den Text ja vorbereitet. Was steckt dahinter? Bei Sarah wissen wir ja, Sarah war unfruchtbar, sie bekommt dann einen Sohn über die Nebenfrau Hagar, die gebiert den Ishmael und dann kommt der Sohn Yitzhak heraus. Sie war wurzelverstockt, genau der gleiche Thema. Warum setzt sich das denn fort um Gottes Willen? Warum ist nun auch diese Rebekka? Warum muss Gott so ein Muster, wenn wir das bitte mal verstehen? Claudia, was sagst du dazu? Du hast den Text vorbereitet. Bitte, Claudia, Buchana. Warum ist diese Frau auch wurzelverstockt? Ja, also ja, da fällt mir jetzt im Moment auch nichts zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich denke, ja, Gott setzt das fort. Wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, auch um in ihr eine Reife einzuläuten. Ja. Sie ist ja nachher diejenige, die quasi ihrem Zweitgeborenen das Erstgeburtsrecht, sondern den Erstgeburtssegen verschafft. Ich denke, dass sie diese Verstocktheit braucht, um aufgeschlossen zu werden für Gott. Ja, akzeptiere ich. Ein guter Gedanke. Was sagt Daniela? Daniela aus Bad Reichenhall, aus dem schönen Oberbayern. Ja, ich wollte halt auch gerade das sagen, dass da ja steht, Yitzhak flehte zu ihm für sein Weib, dass eben Rivka definitiv auch erstmal selber den Gott Israels am eigenen Leib erleben muss, weil sie halt ja eben aus der heidnischen Umgebung kommt und dadurch wirklich eine eigene Glaubenserfahrung, Vertrauenserfahrung gewinnt durch das Handeln. Halt Gottes durch Yitzhak durch ihren Mann. Und diese Spannung, wie du schon sagst, mit der Geschichte, weil ich sag mal, Yitzhak hatte ja nun auch das Trauma der sogenannten Opferung, was es nicht ist, aber der Bindung des Vaters. Richtig, sehr schön. Diese ganze Dramatik seines Lebens und der ganzen Familiengeschichte, davon wird sie ja in den Jahren was gehört haben und dass das auch ein Stück weit natürlich tiefenpsychologisch ein bisschen auch Angst vor Geburt, vor Schwangerschaft, vor der Fortsetzung dieses Traumas sozusagen in sich trägt. Das ist ja, der Mensch ist ja ein absolutes Mysterium, wie alles ineinander spielt. Ausgezeichnet! Ja, ja, weiter, Daniela. Jetzt kommt Helma aus Helmers Ohren. Sie sagt ja in Vers 23, Vers vorher, ist dem so, wozu nur bin ich? Und sie ging hin, ihn zu beforschen. Genau, was leitest du daraus ab? Das ist ja auch so eine Selbstanklage, was passiert. Also dieses, Gott drängt sie durch die Situation, ihn zu suchen, mit ihm Kontakt. Denn das wird ja noch schwieriger werden als in der Schwangerschaft. Die Jungs, die werden ja kämpfen. Und so wird sie vorbereitet, immer Gott zu suchen, immer in seine Nähe, immer ihn zu fragen. Was ist los mit den beiden? Und das wird ihr helfen. Gezeichnet, Helma. Du weißt, dass ihr im Neuen Testament, in dem Evangelium, es immer wieder heißt, wenn man über Jesus und Nazareth spricht, kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Und jetzt muss ich wirklich sagen, kann denn Gutes aus Elmshorn kommen, aus diesem Kaff, aus diesem Kuhdorf in Norddeutschland? Dieses lächerliche Kuhdorf. Und wenn ich dich sehe, dann kann ich sagen, es kann Gutes aus Elmshorn kommen, nämlich du. Genau, Angela, möchtest du etwas abrunden? Was sagst du noch? Ja, also, wir sind ganz, ganz tief also drin. Sehr, sehr, sehr berührt hat mich dieses, dass Rivka am eigenen Leib Gott erfährt,
Also, ja, dass du kennst das Thema. Du kennst das Thema, nämlich Wurzelverstocktheit und dann plötzlich die Erlösung. Ja, also das ist unglaublich, das ist völlig unbeschreiblich. Und dann, also die macht ihre Erfahrung. Ab dem Punkt ist alles safe. Dann weiß die, was Gott ist, wer Gott ist und was Gott ist, was das bedeutet. Ne? Das ist dann safe. Also Rivka ist dann safe und sie nimmt die erste sozusagen, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, Dienstanweisung, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, der brieft sich schon, was dann später kommt, und die Mutter setzt es am Ende um, ne? Ja, ja. Mir gefällt es sehr gut. Wir fassen zusammen für unsere Hörer und Hörerinnen und für die Kladde von Christine. Der Sinn der Unfruchtbarkeit, das kennt ja, das Thema kennt ja Angela, das Thema kennt ja auch unsere Claudia und andere Menschen. Unfruchtbarkeit ist immer ein Appell, notieren wir bitte alle, Doris, meine geistige Fruchtbarkeit zu verstärken. Ich wiederhole jetzt einen ganz tiefen Satz, der die Dr. Angela sehr berühren wird. Unfruchtbarkeit, biologische Unfruchtbarkeit, aber auch spirituelle Unfruchtbarkeit, ist immer ein Appell, den Gott dir zumutet, deine geistige Unfruchtbarkeit zu überprüfen und in eine stärkere geistige Fruchtbarkeit zu kommen. Und ich darf ja sehr viel tiefenpsychologisch begleiten, Menschen begleiten und beraten. Das mache ich ja hier auch über Zoom und über WhatsApp. Übrigens auch in Israel berate ich Menschen. Wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich kriege keine Kinder, und sie sagt mir, weiß ich, der Mann ist schuld, ich bin schuld, beziehungsweise der Mann hat es verursacht, ich habe es verursacht, lade ich sie immer wieder ein. Ich hatte ja mit Dr. Angela auch schon ein tiefes Gespräch darüber, von Mann zu Mann und von Mann zu Urologin. Prüfe, was dahinter steckt. Und ich finde es ganz wichtig, dass Buber hier sagt, wozu bin ich, nicht warum bin ich. Claudia, du liebst Präzision. Bitte schreib das hebräische Wort Lama auf. Sie sagt nicht, warum bin ich, sondern wozu bin ich. Das übersehen viele Leser. Und Buber hat es richtig wiedergegeben, Claudia. Lama Anni. Sie sagt sich, ich finde noch nicht die Richtung in meinem Leben und ich muss noch eine Richtung finden. Das heißt, sie hat ihre geistige Fruchtbarkeit noch nicht gefunden. Und wenn du geistig nicht fruchtbar genug bist, kriegst du die biologische Unfruchtbarkeit präsentiert, damit du in eine noch stärkere, von dir nicht erkannte geistige Fruchtbarkeit kommst. Und das passt zu Rebecca, weil Rebecca der Typ von Mensch ist, der zerrissen ist. Angela, Rebecca ist der Typ von Mensch, der zerrissen ist. Warum ist sie zerrissen? Weil sie einerseits aus Aramäerflur kommt, sprich Aram. Aram Naharaim heißt der Ort, in dem ja die Familie von Abraham war. Andererseits holt sie ja der Eliezer, das hat man in Genesis 24, haben wir nicht besprochen, das habe ich unterstellt. In Genesis 24 ist die große Heimholung. Die große Heimholung, das habe ich ja einmal mit Claudia schon besprochen, kann jeder zu Hause nachlesen. In Genesis 24 ist die große Heimholung durch Eliezer, der diese Frau zurückbringt aus der Fremde in das Heimatland, das sie bringen wird. Und das ist die Mentalität von Rebecca. Sie ist eine faszinierende Frau. Ich liebe die Frau sehr. Aber sie ist eine zerrissene Persönlichkeit. Sie hat Heidenblut in sich und wird hineingestoßen in das Judentum. Hineingestoßen in das Judentum, das ihr gar nicht bekannt war. Mit dem ist sie überhaupt nicht aufgewachsen. Im Gegenteil. Sie ist mit primitiven Götzendienern aufgewachsen. Und Gott will es, dass Yitzhak sie heiratet. Heiratet sie. Yitzhak ist ein geborener Jude und sie ist eine geborene Heidin. Ich wiederhole für Doris. Yitzhak ist ein geborener Jude und Rebecca ist eine gebürtige Heidin. Und die beiden kommen zusammen ins Bett und sollen Kinder zeugen. Ist doch klar, dass das nicht sofort funktionieren kann. Denn die Eier aus dem Eierstock der Rebecca und die Samen aus den Hoden des Yitzhak, die sind doch verwirrt. Die wissen doch gar nicht, wohin gehören wir, mal ganz konkret gesprochen. Die wissen doch gar nicht, wohin gehören wir, urologisch gesprochen. Das kann doch nicht gut gehen. Und darum braucht Yitzhak ja auch so lange, 40, bis er sich durchringt, überhaupt ein Vater zu werden und ein Mann zu werden, denn er war ein sehr Einzelgänger-Mensch, einzelgängermäßiger Mensch. Aber er hat sich durchgerungen, weil Gott ihn dazu berufen hat. Trotzdem sagt uns die Bibel ganz klar, Rebekka war eine Wurzel verstockt, das heißt Naganir, und er, und das Schöne steht in 21, er ließ sich von ihm erflehen. Wer sorgt dafür, dass sie fruchtbar wird? Nicht sie, sondern er. Er muss sich für die Frau einsetzen. Das ist das Spannende an der Geschichte. Sie hat ein Problem, Claudia Rochana Revivida. Sie ist unfruchtbar. Ihre Eierstöcke sind verklebt, modern Deutsch gesprochen. Ihre sind verklebt, da kann das eigentlich rausholen. Es liegt an ihr, sagt die Bibel. Sonst hieße sie ja nicht die Wurzel verstockte, sondern es würde heißen, er hat ein Problem mit Samenweitergabe. Sie hat ein Thema, eine Belastung mit Wurzel verstockt. Die Wurzel fließt nicht. Die Eier können nicht springen. Und darum steht es sofort da in Vers, liebe Freunde und Freunde 21, und Gott ließ sich von ihm erflehen. Das heißt, wir können daraus ableiten, Gott wartet darauf, dass er
sich für sie einsetzt. Das ist die Idee dahinter. Daraus können wir Folgendes ableiten, auch für deine Ehe, Angela, ohne ins Detail zu gehen. Wenn du spürst, dass du in deiner Fruchtbarkeit behindert oder belastet bist, muss dein Mann sich für dich einsetzen bei Gott. Das ist die Idee dahinter. Der Mann, Yitzhak, muss sich einsetzen für seine Frau. Ob sie gebetet hat oder nicht, das kommt später. Sie betet ja auch, als die Kinder dann in ihrem Bauch toben, geht sie ja zu Gott. Und wie es schön heißt, sie ging, um Gott zu beforschen. Das ist ein ganz tolles Wort im Hebräischen. Vatelech lidrosh, Claudia schreibt das auf. Lamed dalet reishwab shin, das liebt Claudia wie verrückt. Diese schönen Vokabel, vatelech lidrosh, Adonai, das steht nicht einfach da, dass sie wie so eine brave kleine Katholikin betet, die Hände faltet und einen Rosenkranz betet. Die Frau ist viel zu klug dafür. Sondern sie beforscht, das gibt Huber meisterhaft wieder. Wenn wir lesen. Sie beforscht, sie insistiert, ich will wissen, was los ist. Warum habe ich zwei Jungs, die da toten im Bauch? Erst kriege ich überhaupt kein Kind und dann kriege ich zwei Kinder, die es nicht mehr aushalten bei mir im Bauch. Und sie sagt so schön, Lama, sie will wissen, wozu ist das bei mir? Die Kinder schließen einander in ihrem Inneren. Sie sprach zu Gott, ist dem so, wozu? Das heißt, sie ist wirklich eine Frau im Sinnfindungsprozess, notieren wir. Sie ist im Sinnfindungsprozess, sie ist im Orientierungsfindungsprozess, sie ist völlig durcheinander gekommen. Sie spürt den Konflikt ihrer Kinder in ihrem Bauch, zwei Jungs, und es ist der Konflikt ihres Lebens, den ihre Kinder ihr spiegeln. So möchte ich das ausdrücken. Ich wiederhole, Doris, der Konflikt ihres Lebens, bin ich Heidin oder bin ich Jüdin? Auch das Thema von Claudia Rommerskirchen. Bin ich Katholikin, obwohl ich als Katholikin geboren bin, oder bin ich Jüdin, weil ich mich dem Judentum zuwende? Das sind die berühmten zwei Seelen sind ach in meiner Brust. Das kennt Frau Claudia. Zwei Seelen sind ach in meiner Brust. Sie hat zwei Seelen in ihrer Brust und zwar wörtlich. Ja. Als Heidin geboren und wird jetzt Jüdin. Und diese Kinder spiegeln ihr ihre ungelöste Zerrissenheit zwischen Heidenwelt und Judenwelt. Das ist ihr Thema. Und wer hilft ihr? Ihr Mann. Er heißt Gott natürlich, Gott Adonai, ließ sich von ihm erflehen. Und Rivka, sein Schweib, wurde schwanger. Interessanterweise will Gott, dass der Mann sich für seine Frau einsetzt. Das heißt, wir leiten daraus ab. Unfruchtbarkeit ist immer ein Appell an beide Partner, Claudia, die Beziehung mit Gott zu festigen. Beide Partner sind gehalten, die Beziehung mit Gott zu festigen. Nicht nur die Frau, bei der die Wurzelverstocktheit vorliegt, die Eileiterverklebung, sondern auch der Mann, der wirklich nicht, in Anführungszeichen, entschuldige, verantwortlich ist. Er ist aber gefordert, Claudia, zu Gott zu gehen, und Yitzhak flehte für sein Weib. Es ist ihm sofort klar, ich muss ihm gar nicht sagen, geh du alter Sack, geh du alter Mann und bete für mich, sondern Yitzhak fleht zu ihm, weil er spürt, jetzt ist meine Stunde gekommen, für meine Frau etwas zu tun, und zwar nicht nur meinen Samen in ihre Vagina zu spritzen, sondern für sie zu beten. Damit kann ich ihr nämlich mindestens so viel geben, wie meinen Samen in ihre Vagina. Merkt ihr, wie tief die Bibel ist, wie tief es ist, was wir erarbeiten, Doris? Ja, ja. Ist das nicht faszinierend? Ich darf wiederholen, damit es gut ankommt, Doris, für dich auch. Die Bibel will sagen, wenn du unfruchtbar bist, sowohl körperlich als auch biologisch, als auch spirituell, biologisch, körperlich, also spirituell, musst du überprüfen, was ist mit meiner geistigen Fruchtbarkeit? Was ist mit meiner Beziehung zu Gott, Claudia? Mhm. Und Claudia Rommerskirchen ist der Typ von Mensch, der seine Beziehung zu Gott jeden Tag, nachts im Bett auch, überprüft. Ich auch übrigens. Meine Frau und ich, Deborah, die euch herzlich grüßt, alle, die kennen ja meine Frau, wir überprüfen unsere Beziehung bei Tag und bei Nacht. Im Bett und draußen auf dem Balkon. Wir waren heute draußen im Wald und am Strand. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit meiner Frau oder alleine meine Fruchtbarkeit mit Gott überprüfe. Jeden Tag. Das geht gar nicht mehr anders bei mir. Ich prüfe meine Fruchtbarkeit jeden Tag. Meine geistige Fruchtbarkeit. Und das muss Doris auch machen. Ja. Das heißt, Fruchtbarkeit überprüfen bedeutet nicht, einen Fertilitätstest zu machen, das heißt, deine Genitalien zu überprüfen, sondern es bedeutet, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Wie sieht heute deine Beziehung zu Gott aus? Hat sie sich heute verändert gegenüber dem gestrigen Tag oder ist sie so geblieben? Wenn du heute am 30. Mai, Doris, genauso mit Gott in Beziehung stehst wie gestern, hast du dich nicht entwickelt. Du musst heute weitergehen, sagt das Judentum, in deiner Beziehung zu Gott, als du gestern warst. Du kannst nicht sagen, ich habe heute genauso zu Gott gebetet wie gestern, dann bist du nicht gewachsen. Dann hast du nicht verstanden, was Gott von dir will, Doris. Du musst heute am 30. Mai mehr mit Gott pflegen und mehr mit Gott planen, als du gestern am 29. Mai 23 getan hast. Sonst bist du nicht gewachsen. Das sage ich in aller Deutlichkeit für alle unsere YouTube-Hörer und Hörerinnen und für Terza und für unsere Freunde.
Und das hat sie nicht verstanden. Darum muss ihr Mann für sie beten. Er ist das Vorbild für sie. Das ist wiederum seine Wachstumsmöglichkeit. Es ist seine Wachstumsmöglichkeit. Ich will es mal ganz hart ausdrücken für Claudia, die meine Härte liebt. Das Leid eines anderen ist mein Wachstumssprung. Das Leid meines Partners, sie ist ja unfruchtbar, sie leidet ja primär darunter, sie möchte ja Kinder kriegen und es geht nichts raus. Aber das Leid meines Partners, ihre Unfruchtbarkeit, ist für mich ein Sprungbrett, damit ich ins Gebet komme, was ich offensichtlich auch unterlassen habe. Das heißt, Yitzhak hat Gebet unterlassen. Und die Unfruchtbarkeit seiner Frau, die ihm ja auch wehtut, aber die primär ihr wehtut, denn sie muss ja die Kinder gebären und nicht er, die wird für ihn zum Sprungbrett, zum Wachstumsfeld, damit er seine Beziehung zu Gott pflegen kann. Das heißt, streng genommen muss er sich bei ihr bedanken, dass sie unfruchtbar wurde, weil er dadurch in einen Glanz kommt, nämlich in eine Gebetsbeziehung, derzeit, die er in dieser Intensität nicht gepflegt hat. Und sie kommt dann in die Gänge, als sie merkt, gut, Gott nimmt sich ihrer an, sie wurde schwanger und es sind Kinder da, es sind zwei Stück da und sie merkt, die toben und sie sagt dann sofort, sie spricht zu sich und zu Gott, Lamali. Im Ken Lamali, und zwar das Wort Lama im Sinn von zu, sie spürt, das hat eine Richtung, aber sie erkennt die Richtung nicht. Und jetzt kommt sie auch in die Gänge, Frau Dr. Angela. Sie hat nämlich auch etwas unterlassen, nämlich ihre eigene Gebetsinitiative, Dr. Angela, zu pflegen. Er hat verstanden, dass er beten muss für sie, letztlich auch für ihn, denn er will ja auch Kinder kriegen, aber sie ist ja die Leidende. Sie steht beschämt da im Orient ohne Kinder. Das ist sehr beschämend im Orient. Er betet für sie und Gott hört auf das Gebet, aber das Thema ist noch nicht vom Tisch, sondern sie kriegt zwei Söhne, die miteinander nicht harmonisch in ihrem Bauch leben. Die stoßen aneinander, was ungewöhnlich ist, das spürt sie als Frau. Und sie merkt, ich lege mich jetzt nicht ins Bett und decke das zu mit Tabletten oder mit Kräutern, sondern sie spürt es und sie schreit auf, wozu bin ich? Das heißt, was ist meine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe angesichts dieses Konflikts, Doris? Warum, wozu? Dr. Angela, toben die beiden ausgerechnet in meinem Bauch. Sie erkennt, dass das mit ihr zu tun hat, Doris. Sie sagte, Lama Nichalim, das ist die Weisheit dieser Frau, die nun ins Feuer kommt. Wozu bin ich das? Heißt, warum passiert mir das? Was ist die Botschaft der beiden Söhne, die in meinem Bauch toben für mich? Sie erkennt, dass das mit ihr zu tun hat. Es ist letztlich ihr eigener Kampf, Doris, die zwei Seelen, ach, in ihrer Brust, Goethe. Und das ist so toll, sie geht zu Gott, ihn beforschen, Doris Lidrosch, heißt nicht nur einfach nette Sprüche, wirklich zu prüfen, lieber Gott, ich beprüfe dich, bitte, ich möchte, dass du mir sagst, ich schreie zu dir, lass mich verstehen, was in meinem Bauch passiert. Das ist eine seltene Vokabel und just damit, Claudia Revidina, aus dem Mund einer Frau, nicht aus dem Mund eines Mannes. Eine Frau beforscht Gott, das ist ausgesprochen selten in der Bibel. Männer machen das in der Regel. Und hier macht es eine Frau. Weil sie eine Größe besitzt, die, und jetzt sage ich dir noch etwas, Doris, und allen anderen, die Größe eines Menschen, das weiß Claudia aus dem Einzelunterricht mit mir, kommt am besten dann zum Vorschein, wenn du in eine persönliche Krise gerätst. Ich wiederhole. Wenn du in eine persönliche Krise gerätst, in eine persönliche Notlage, kommt deine Größe mehr zum Vorschein, als wenn bei dir alles unproblematisch von sich geht. Claudia kennt das Thema. Und sie spürt, es ist nicht unkompliziert. Ich habe zwei Söhne, die geben keine Ruhe. Und das ist für sie genau das Sprungbrett, um zu Gott zu kommen, mit Gott zu sprechen. Und Gott antwortet ihr natürlich in 23, nämlich zwei Stämme werden sich von dir trennen, das sind Jakob und Esau. Hauf überwältigt Hauf und Jüngerer muss dem Älteren dienen. Also Gott sagt dir ganz klar, was du spürst, ist das Konfliktthema deines Lebens und das Konfliktthema des jüdischen Volkes, nämlich, dass du einen Esau haben wirst und einen Jakob und die beiden werden nicht miteinander klarkommen. Das heißt, wir haben es hier familiensystemisch gesprochen, Dr. Angela, mit einer Fortsetzung zu tun, mit einer Kontinuität, mit einer Transmission zu tun, mit einem Motivtransmission nennt man das in meiner tiefen Psychologie, die ich lehre. Nämlich das Thema Ismael und Isaak kamen miteinander nicht klar und dementsprechend werden auch die beiden anderen Söhne, nämlich Jakob und Esau, nicht miteinander klarkommen. Die beiden Söhne, Yitzhak und Jakob, kamen miteinander nicht klar, haben sich getrennt. Und jetzt geht das Gleiche nochmal los im Bauch der Rebekka, die kommen nämlich auch nicht klar. Ishmael wird sich von Jakob trennen, Hauf überwältigt Hauf, das heißt, einer wird den anderen bekämpfen. Jakob wird Ishmael bekämpfen mein Leben lang, hat sich bewahrheitet in der Geschichte Israels. Und Älterer muss Jüngerem dienen. Der Ältere ist der Esau, der muss dem Jüngeren, dem Jakob dienen. Das steht schon, wenn Sie so wollen, notierst du, Doris, das Schicksal des jüdischen Volkes in Bezug auf die Umwelt ist hier, so weit sind wir heute, Frieda, lieber Frank, vorgegeben. Älterer, nämlich Esau, muss dem Jakob dienen. Das sagt Gott ihr
in dieser Deutlichkeit, in einem sehr frühen Zustand, pränatal würde man das nennen, eine pränatale Audition oder eine pränatale Vision, Claudia, wird dieser Mutter gegeben. Und Sie sehen, wie Gott mit ihr spricht. Er spricht mit ihr, sagt ihr ganz klar, die Karten werden auf den Tisch gelegt. Und dann weiß sie, als sich nun ihre Tage erfüllten zum Gebären, da Zwillinge waren ihr Leib, sie erkennt deutlich, es hat sich bewahrheitet, was Gott sagt, die sind Zwillinge, die gehören zusammen. Aber der erste fuhr hervor, der rötliche, überall wie rotes Haar, rot ist kämpferisch und sein Name wird Esau genannt. Esau ist der Haarige, der Raue. Und danach fuhr sein Bruder hervor, der hält ihn an seiner Hand, fasste ihn. Danach fuhr sein Bruder hervor, seine Hand fasste Esaus Ferse, man nannte ihn Jaakov, der Fersenhalter. Fersenhalter. Das heißt, hier werden zwei sehr, ich möchte sagen, sehr schmerzhafte Namen ausgesprochen. Esau, Esav, ein Sinn, Wav heißt der Haarige, der Kämpferische, der Rote, der Blutige. Später wird auch Edom genannt, weil er das Linsengericht trinkt. Rot. Er ist ein Kämpfer, ein rauer Kämpfer, ist der Vater der späteren Esav, der späteren Amalekiter und der späteren größten Feinde des jüdischen Volkes, die viel größer waren als die Ismaeliten, nämlich die Römer. Die römische Tradition, die römisch-heidnische Tradition führt sich auf Esau zurück. Und hier steht deutlich, dass er war der Erste. Wer kommt als Erster raus? Das ist der Ältere, nämlich der Rötliche. Und der muss, der andere, ihr seht ja, der Bruder, der fasst ihn an seiner Ferse. Man rief seinen Namen Jakob, Fersenhalter. Jetzt habe ich eine Frage an euch alle. Warum fährt sein Bruder hervor? Seine Hand fasste Esaus Ferse. Warum will seine Hand, wer hat das verstanden? Sehr schön, Claudia, danke schön. Warum, Doris, will der andere, der Brave, ihn daran hindern, ans Erste, ans Tageslicht zu kommen? Esau ist der Erste, der Ältere, der ja später dienen wird. Warum fasst ihn Jakob an der Ferse an, wodurch er auch genannt wird? Was denkst du, Doris? Warum will er ihn daran hindern, herauszukommen? Vielleicht will er ihn zurückhalten, dass vielleicht anders schon, dass er so kämpferisch ist und er hat ja diese andere Elemente in sich, dass so, halt doch, machen wir es miteinander. Ich weiß es nicht, aber... Ja, gefällt mir sehr gut. Dr. Angela, bitte ergänze. Unsere große Dr. Angela aus Erfurt. Völlig richtig, was Doris sagt. Ich möchte es fortsetzen. Ich habe eigentlich einen ähnlichen Gedanken gehabt, dass der Jakob eigentlich die Heilsgeschichte irgendwie vielleicht befördern möchte. Ja, so ein bisschen, dass er die richtige Reihenfolge sozusagen. Jawohl. Wer möchte noch was ergänzen? Wem fällt noch was ein? Daniela, Tirza? Ist völlig richtig. Was drückt es aus, wenn der eine Sohn, Jakob, der ja der Zweite ist, an der Ferse festhält, ist sozusagen, um es ja deutlich zu sagen, nicht früh genug in das Licht der Welt erblicken kann. Was drängt ihn? Gehen wir mal ganz tief hinein, Claudia, gehen wir mal ganz tief hinein. Beide sind im Bauch, intrauterin nennt man das. Und Esau kommt als Erster raus, der ist einfach der Erste, weiß ich, da liegt er am Muttermund, springt raus, der Haarige, der Kämpferische, die wohnt ihm ja schon hinter, das Blutige. Und Jakob sagt, nein, ich will dich rausziehen. Sprich raus in das raus aus dem Äußeren. Und er will als Erster rauskommen, schafft es aber nicht. Und darum wird er sofort dementsprechend auch genannt. Jakob ist kein sehr schöner Name übrigens, obwohl der Sohn von Frau Dr. H.C. Bessler ja Jakob heißt. Jakob hat natürlich eine wichtige Rolle in der jüdischen Geschichte, aber Jakob hat etwas zu tun mit festhalten wollen, hindern wollen, der Hinderer. Was heißt es, wenn Jakob seinen Bruder festhält, damit er ja nicht als Erster das Licht der Welt erblickt. Das heißt, anders ausgedrückt, damit er als Zweiter rauskommt. Wer kann noch etwas ergänzen? Warum will er ihn festhalten? Warum will er der Erste sein, Jakob? Und lässt nicht der Erste raus? Ich denke doch, also es ist ja im Grunde genommen, hat Gott ja der Rivka schon, ja, nicht prophezeit, kann man vielleicht sagen, wie sich die beiden Jungs zueinander verhalten. Und im ausgezeichnet. Im Grunde genommen ist es ja so, dass Jaakov quasi das Erstgeburtsrecht sich im Nachhinein erschleicht von Esau. Und ich denke mal, er will vielleicht bei der Geburt schon gerade rücken, was er später sich erschleichen muss, sozusagen. Ausgezeichnet. Damit hätte er quasi dieses Erschleichen eigentlich unterbunden, weil wer zuerst da ist, ist der Erstgeborene. Fertig, aus. Ja, also im Mutterleib spielt es, im Mutterleib selber ist es ja noch nicht geregelt, wer der Erstgeborene ist oder nicht.
Und damit bei der Geburt entscheidet sich das ja letztendlich. Und deshalb hält er ihn auch zurück, weil er der Erstgeborene werden will. Und er muss sich das im Nachhinein quasi über das Linsengericht und nachher Rivka, die ihren Mann quasi belügt sozusagen, erschleichen. Ja, sehr schön. Helma aus Elmshorn. Ja, ich habe noch eine Idee. Ich lese ja gerade Weinreb mit den Buchstaben immer parallel. Und da ist das Gimmel hat ja ein Füßlein unten. Und der kleine Fuß schreibt er, das ist Ekeb. Und das bedeutet auch so viel wie Alternative. Und er bringt es auch im Zusammenhang durchaus mit dieser Situation. Ja, 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 ja. Also er hat auch die Namen da drin und bringt diese Situation mit, die Schlange sticht damit die Ferse und ist die Alternative, will eine Alternative bieten. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, kaufe ich. Ich hatte ja gesagt, der Jakob will vielleicht die Heilsgeschichte befördern. Ne? Wir wissen ja aber, dass Jakob auch noch erst mit Gott kämpfen muss, um zu Israel zu werden. Kann das sein, dass der, wenn er noch so, das ist ja ein gewisser Hochmut, ne? Ich bin der Mensch und muss Gott bei der Heilsgeschichte helfen, kann das sein, dass der auch noch nicht gottesfürchtig genug ist, dass er noch glaubt, selber was tun zu müssen, geschweige denn zu können. Ja. Das heißt, seine Demut ist ja eigentlich auch nicht ausgereift. Ist das dafür vielleicht ein Zeichen? Ja, wir sind an einem ganz wichtigen Punkt angekommen, einen ganz tiefen psychologischen Punkt. Die Sendung spitzt sich zu. Die Mutter, noch einmal, das ist auch das Thema Kirche und Ekklesia. Kirche und Synagoge, sprich Ekklesia und Synagoge. Die Mutter kommt aus einem heidnischen Umfeld, Rebekka, Rivka. Sie kommt aus einem heidnischen Umfeld, sie bringt Heidenblut mit sich und sehnt sich nach Judentum, hat aber das Judentum noch nicht kennengelernt, nur durch ihren Mann. Weiß aber, dass es ihre Aufgabe ist, eine jüdische Mutter zu werden, nämlich die zweite Stammmutter Angela des jüdischen Volkes. Das ist ihre Aufgabe und das wird sie auch. Ihr Mann ist ein geborener Jude, aber kann seine jüdische Identität noch nicht definieren. Er ist zwar ein Nachfolger von Abraham, hat sich fürs Judentum entschieden, ganz klar, er will nichts anderes. Aber Gott fügt es, und ich möchte, dass ihr das genau beachtet, was Gott uns durch die Bibel, dem wichtigsten Buch auf Erden, zu sagen hat. Er kriegt eine heidnische Frau. Das ist so spannend. Gott hätte es ja auch fügen können, dass er eine jüdische Frau kriegt. Es gab dort auch geborene Jüdinnen schon mittlerweile. Aber Sie sehen ja, wie Gott fügt. Er kriegt eine heidnische Frau aus einem anderen Kontext, aus dem er ja weggegangen ist, Abraham. Die wird zu ihm gebracht, bekennt sich natürlich fürs Judentum und entscheidet sich für Yitzhak, mit dem sie leben wird. Beide haben schon durch ihren Namen eine hochgradige Brisanz. Yitzhak hat das Thema, Gott wird lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das heißt ja Yitzhak. Gott wird lachen. So spannend ist unsere Bibel. Und seine Frau Rivka hat das Thema fesselnd bestricken, faszinieren. Aber sie hat ihre eigene Faszination noch gar nicht gefunden. Und Yitzhak hat noch gar nicht seine eigene Größe als Gott, der ihn führend hat gefunden. Das heißt, beide sind Werdende, aber noch nicht Gewordene, um einen Goethe-Begriff zu benutzen, Claudia. Beide sind Werdende, die deutsche Sprache. Beide, Claudia, sind Werdende, notierst du und Terza auch, noch nicht Gewordene. Beide sind Werdende, in großem W geschrieben, noch nicht Gewordene, mit großem W geschrieben. Ihre Kinder spiegeln genau diese Thematik. Immer werden wir das in der tiefen Psychologie erleben. Aber hier besonders brisant. Die Kinder, der eine will mit aller Gewalt raus, er will sich zeigen. Das ist der Heide. Er wird Heide. Esau wird ein nackter Frauenheld. Er will ein Heide, hat rote Haare und ist ein Kämpfer und verkauft dann das Linsengericht. Sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht. Kurz ist ein Mann, der überhaupt keine Werte hat. Er will nur Äußerlichkeiten. Wilde Geschichten. Heidentum. Das ist die alte Vergangenheit. Die alte Vergangenheit von Rebekka. Der andere Sohn, Jakob, hat sich noch gar nicht gefunden. Darum wird sein Name ja geändert werden. In, Dr. Angela, in? Israel. Israel. Esau bekommt keinen Namen geändert. Er heißt zwar Edom, aber das ist nicht eine neue Identität. Jakob wird einen Identitätswechsel, notieren wir Claudia. Große Claudia. Ein Identitätswechsel erfahren, nämlich er wird umgenannt werden von Fersenhalter zu Israel, zu Gotteskämpfer, nachdem das Land, in dem ich leben darf, benannt wird. Wir heißen Israel, genau nach diesem Mann. Wir heißen nicht Jakob, wir heißen Israel. Weil wir ein kämpferisches Land sein müssen. Das heißt, Jakob ist
noch nicht so weit, seine Identität zu definieren, indem er ohne den anderen zurückzuhalten für sich beansprucht, ich bin der Erste. Er wird der Erste sein. Und Gott sagt ja, der Rebekka, Ältere wird Jüngerem dienen. Das ist schon vorausgeplant. Der Ältere, der Esau, der wird dem Jüngeren dienen. Jakob weiß das noch gar nicht. Er ist sehr schüchtern. Darum versucht er über den Hinterhalt, den Mann festzuhalten und ans Licht zu kommen, schafft es aber nicht, weil der andere stärker ist. Und das wird genau die Polarität sein, jetzt sind wir in einem jüdisch-christlichen Kontext, zwischen Judentum und Christentum. Wir Juden sind eine kleine Gemeinschaft auf der Welt. Uns gibt es nur 14 Millionenfach. Das Christentum gibt es, weiß ich, 2,5 Milliarden Mal. Und dennoch, und jetzt kommt ein Höhepunkt, den ich euch schenken will, den mein Vater schon vor 40 Jahren prägte, das Judentum auf der Welt nimmt so eine große Stellung ein, wie das Christentum es nicht einnehmen könnte, obwohl es mehr Kathedralen und mehr Bischöfe gibt, als wir Juden haben. Aber das Judentum, sprich das Land Israel, in dem ich ja mit meiner Frau leben darf und wirken darf, ist die Schaltstelle der gesamten Welt, sagen meine Rabbiner. Dieses kleine Land hier, dieses winzige Land, ist so eine Schaltstelle, wie Rom es heute nicht mehr ist und nicht mehr sein wird. Der Vatikan hat nicht so eine Bedeutung für das weltgeschichtliche Geschehen und für auch das theologische Geschehen, das bestätigen auch meine Rabbis hier, wie Israel. Und das ist die Ambivalenz auch zwischen Kirche und zwischen Kirche und Synagoge. Die Kirche, das sagte mein Vater, ich habe mich in einem Interview neulich gefunden, die Kirche hat über Jahrhunderte lang versucht, Claudia, über 2000 Jahre, Juden zu vernichten und zu verteufeln. Aber sie kommen vom Judentum nicht los. Selbst als man uns schon in den Gaskammern von Auschwitz vernichtete und in dem Mittelalter in den Kreuzzügen auszurotten vermochte, hat man es nicht geschafft, weil wir eine Größe haben, die nicht durch Zahlen zu dokumentieren ist, sondern durch spirituelle Werte. Die Kirche hat heute 3 Milliarden Christen. Wir sind nur 14 Millionen Juden. Das ist ein Witz. Und dennoch haben wir Juden weltweit so eine Brisanz durch unsere Spiritualität, wie der Vatikan und die anderen mittlerweile völlig verkommenen, verlotterten christlichen Einrichtungen nicht haben können. Weil wir von Gott bestimmt sind, dass der Ältere dem Jüngeren dient. Die Kirche muss dem Judentum dienen und nicht umgekehrt. Darauf läuft es hinaus. Ich wiederhole, die Kirche muss dem Jüngeren dienen. Das ist die tiefere Idee dahinter. Wenn ja, und zumal hat auch Jesus ja gesagt, kein Jota wird vergehen. Und was heißt das? Das heißt, die ganze Tora, es wird nichts verloren gehen. Es wird, das ist so und es bleibt so. Und das ist eigentlich, ja, das ist so wichtig. Ja, ja. Und jetzt genau wie du sagst. Ich will noch etwas zu diesem Dienst sagen. Formal gesehen sind wir zwar die Älteren. Formal gesehen kam erst das Judentum auf die Welt und dann das Christentum. Ja. Das heißt, ich erlebe mich und das Judentum in seiner Spiritualität, weil wir ja die Wurzel sind, Terza, als eine Dienende. Ich diene meinen christlichen Geschwistern. Ich bin verpflichtet, weil der Ältere, das sind wir, die Juden, den Christen dienen müssen. Aber weil die Kirche sich ja im Laufe von 2000 Jahren durch so viel Gewalt an den Juden vergangen hat, muss sie diesen Dienst, diesen besonderen Dankesdienst, wie ich ihn nenne, neu lernen, um uns, um ihrer Mutter, die so viel ihr gedient hat und ihr so viel gegeben hat, ich möchte sagen, als Reparation, Dr. Angela, als Reparation einen neuen Dienst erweisen, damit ein Gleichgewicht hergestellt werden kann zwischen dem Dienst, den wir leisten, wir Juden, und immer geleistet haben, denn das Heil kommt ja von den Juden gemäß Johannes 4,2,2 und gemäß Römer 11, 17 und 18 trägt die Wurzel den Baum und nicht der Baum die Wurzel, kennen Sie ja das berühmte Ölbaumgleichnis von Paulus. Wir Juden haben immer gedient. Und was haben wir als Dank für diesen Dienst bekommen? Verbrennungen und Verurteilungen. Und darum merke ich, dass nun eine Dienstumkehrung erfolgen muss, in dem Christen, dazu habe ich auch viele Texte gefunden für andere Sitzungen, spüren, dass sie zu einem Dienst der Dankbarkeit, so nenne ich das Claudia und Terza notiert das, zu einem Dienst der Dankbarkeit an uns Juden gefordert sind, für das, was wir an Dienst in der Kirche geschenkt haben. Zurück zu Esau und Jakob heißt das, die Mutter hat eine Spannung in sich, eine Zerrissenheit. Jakob spürt seine Größe noch nicht, er wird seine Größe spüren, spätestens beim Kampf am Jabok, wird dann umbenannt werden in Israel. Und Esau meint, der Kämpfer sein zu wollen, meint über Grobheit, Dr. Angela, Renate Rechavier, meint über körperliche Dominanz, rote Haare, Brust mit vielen Haaren, kämpferische Natur, meint über Grobheit, die Vormacht zu bekommen, wird aber daran straucheln. Und diese Ambivalenz ist genau die Ambivalenz, die die Eltern miteinander hatten. Nämlich Rebekka
Rebekka hat das Thema, ich komme aus dem Heidenland, Yitzhak kommt aus dem Judenland. Beide müssen noch ihren Konsens finden. Und darum steht auch etwas sehr Schönes hier, wenn Sie das gerade notieren, Daniela. Es steht, dass er 60 Jahre alt war. Das will ich ja gerade auch aufrufen, bevor es zum Linsengericht kommt. Sekunde, Yitzhak war 60 Jahre alt. Daniela, was bedeutet 60? Warum steht hier, er war 60 Jahre alt? Das heißt, er war schon 40 Jahre, als er sie kennenlernte. Und 60 Jahre alt war er, das heißt 20 Jahre hat es gedauert, bis die Kinder kamen. Das ist sehr alt. Warum braucht Yitzhak das Alter von 60, als sie gebar? Daniela, was bedeutet 60 im Judentum? Das ist auch eine bedeutende Zahl. Ja, 60 ist ja die Zahl Gottes an dem Tage hat er die Menschheit erschaffen. Und insofern steht das für die materielle, menschliche Größe, Fülle, sodass Gott ihm halt eben von den 40 bis 60 noch 20 Jahre hinzugeben musste. Ausgezeichnet. Die 2 steht für die Dualität, 2 mal 10. Diese Gespaltenheit halt ist noch dieser Reifeprozess, der hinzukam und dass das ja für die Menschheit in dem Sinne von Bedeutung ist, was dort passiert. Ausgezeichnet, ich fasse zusammen, brillant, danke unsere liebe Schwester Daniela Abigail. 60 bedeutet 6 Tage. 6 bedeutet übrigens auch Tirza, die alle Himmelsrichtungen, oben, unten, Osten, Westen, Norden, Süden. 6 bedeutet immer, die Tage sind abgeschlossen, das 6-Tagewerk ist fertig, nun gehen wir in den 7. Tag über. Das heißt, sie haben einen Prozess abgeschlossen, die Eltern haben einen Prozess abgeschlossen, 60 Jahre war er alt, bevor er sich für eine neue Generation, für die Fortsetzung entscheiden durfte. Es ist eine Ambivalenz. Und wir notieren bitte, Daniela und ihr anderen, die Ambivalenz bleibt bestehen, genau wie die Ambivalenz zwischen Kirche und Synagoge. Ganz wichtig, was wir heute besprechen. Die Ambivalenz zwischen 2 Partnern, die es sein sollten, nämlich Jakob und Esau, bleibt bestehen. Sie ist nicht gelöst. Aber mit dieser Ambivalenz gehen wir am Tag 6, wie Huber sagt, in die 7 hinein. Was jetzt kommt, ist die 7. Es ist ein Gesegnetsein, es ist ein Geführtsein, mit der Spannung, die dem gesamten Geschehen einhergeht. Yitzhak hat 20 Jahre gewartet, wie Daniela sagt, das ist eine Ambivalenz. 2 steht immer für Spannung. Er war 40 Jahre alt, als er sie kennenlernt. 20 Jahre hat es gedauert, bis die beiden Kinder kommen. Das heißt, so lange musste er auch beten, bevor sie kamen. Die 4 und 2 gibt 6. 2 steht für die Spannung. Und am Ende der Spannung ist die 6. Und die 6 führt in die 7. Das heißt, was jetzt kommen wird, führt uns in eine 7 hinein. Natürlich sind die beiden Völker wichtig. Und wir notieren bitte über diese beiden Völker. Jakob, der das jüdische Volk repräsentiert und der sich seinen Namen erringen wird, erkämpfen wird, später am Jabok, ist der große Garant des jüdischen Volkes. Jakob wird ja seinerseits der 3. Stammvater. Aber auch Esau, der raue Mann, der Frauenheld, der nichts von Innerlichkeit hält, auch er wird für das jüdische Volk wichtig sein, denn durch beide, durch die Spannungsbeziehung beider, die ein Leben lang andauern wird, auch über deren Tod hinaus, werden wir Juden wachsen. Und ich möchte nochmal auf das Thema Ekklesia und Synagoge zu sprechen kommen. Ekklesia und Synagoge sind wichtig füreinander. Wir sind wichtig für die Kirche. Und die Kirche ist wichtig für uns, weil wir der Kirche, ihr seht ja, wie ich als Jude mit euch arbeite. Ich brauche Christen in der Tradition meines Vaters stehend, weil ich durch die Lehre, die ich euch geben darf, ob ihr Christen seid oder nur noch marginale Christen, das ist sekundär. Aber ich brauche euch und meine Hörer und Hörerinnen in YouTube, weil ich dadurch erlebe, wie wichtig ich als Jude bin. Ich bin als Jude gefordert, ein Licht für die Völker zu werden. Jesaja 42,6. Ich brauche Christen, beziehungsweise gottinteressierte Menschen, weil ich dadurch erlebe, wie meine jüdische Mission zum Tragen kommt. Das ist meine besondere Aufgabe. Natürlich bin ich auch mit Juden zusammen hier in Israel. Aber ich kann euch nicht loslassen. Ich kann Daniela nicht loslassen. Weil ich sie brauche und euch alle brauche, um mein Wissen euch, den Völkern, zu vermitteln. Das ist meine tiefste Mission. Deborah geht es genauso, meiner Frau. Und ihr braucht auch, Christen brauchen Judentum dringend, denn Christen können nicht stehen, nicht verstehen und nicht bestehen ohne Judentum. Es geht nicht. Und mein Vater sagte, ich habe ihn vorhin ja schon zitiert, mein großer Papa, der letztes Jahr 100 Jahre alt wurde, er sagte, Christen können sich wehren und winden. Claudia, notier das bitte. Christen können sich wehren und winden, wie sie wollen gegen Juden. Sie können die Juden die letzten Dreckskerle nennen. Sie kommen dennoch nicht von ihnen los, weil ihr Heiland ein beschnittener Jude war. Tirza, für dich und für alle. Noch einmal. Christen können sich wehren und winden, wie sie wollen, bis ihr Glied wund wird und bis ihr gesamter Körper wundgerieben ist. Sie kommen nicht vom Judentum und von Juden los, weil ihr jüdischer Heiland ein beschnittener Jude war. Und diese Spannungsbeziehung von Christen zu Juden
wird ein Leben lang andauern, bis der Messias kommt. Christen können mit Juden alles treiben, sie sogar vernichten und verbrennen. Sie kommen von Juden nicht los, weil das innerste Fundament des Christentums, das Judentum, ist, Claudia, und bleibt. Und das ist auch das Thema von Esau und Yitzhak. Yitzhak und Esau sind zwei Antagonisten, notiert Daniela. Das Antagonist ist das Gegenteil von Protagonist. Das heißt, die können sich nicht ausstehen, sie sind Gegner. Sie sind Gegner. Sie sind nicht Protagonist, weil sie an einem gemeinsamen Strang ziehen, sondern sie können sich nicht ausstehen. Warum? Weil Jakob gottesfürchtig ist, er der Mutter nachgeht. Im letzten Satz steht das ja auch. Yitzhak gewann Esau lieb, den Jagdfang, weil sein Mut Rivka aber liebt Jakob. Rivka liebt ihren Jakob, weil er der Ruhige ist, der Gottesfürchtige. Sie weiß, dass er den Namen Israel bekommt und Yitzhak ist ein Mann, der diese Innerlichkeit nicht spürt. Der jüdischen Tradition zufolge will er versuchen, den Esau, den Frauenheld und den Weltenbummler zurückzugewinnen fürs Judentum. Yitzhak hat den Drang, notieren wir, diesen Esau, heißt auf Hebräisch, den Esau, zurückzugewinnen für die Schlichtheit und die Herzensfrömmigkeit, die der andere mit sich bringt, nämlich Jakob. Und wir sehen hier in diesem Satz 28, Dr. Angela, der so wichtig ist für die Tiefenpsychologie, dass die Eltern wirklich Präferenzen einlegen. Daniela, du hast zwei Kinder. Und erinnerst du dich noch in deiner Ehe, wie das war? Hast du ein Kind mehr geliebt als das andere? Naja, von einem eigenen Empfinden würde ich sagen, nein. Aber es wird einem natürlich durch die Kinder, wie älter sie werden, schon mal gespiegelt. Genau. Das heißt, die Bibel will uns sagen, es geht nicht anders. Es steht jointlich in 28. Yitzhak gewann Esau lieb, ganz klar. Das heißt, er hat mehr Gefühle für Esau. Und Rebekka steht deutlich da, sie liebte Jakob. Sie hat mehr Gefühle, mehr Zuneigung, mehr, nennen wir es modern, durch Sympathie für den Jakob. Und das schreiben wir jointlich auf, Claudia und Frank. Das ist nicht gut, aber es ist dennoch Realität. Es ist dennoch ein Zeichen der Kraft der Sieben. Die Eltern können nicht umhin, Claudia, ihre Gefühle und ihre Präferenzen auszudrücken. Natürlich ist das für die Kinder nicht gut, wenn der Sohn Jakob spürt, die Mama hat mich viel lieber und verbringt mit mir abends länger im Bett, als der Papa es tut. Der Papa bringt den Jakob schnell ins Bett und geht dann zum Esau, modern gesprochen. Das spürt natürlich der Jakob. Der alte Mann mag mich nicht so sehr. Es ist nicht gut, aber es ist trotzdem Realität. Und genau das führt in diesem Kampf, den wir noch zum Schluss besprechen, nämlich in das Menschenbild. Ich wiederhole, die beiden sind so antagonistisch, Daniela, so gegnerisch, dass die Eltern nicht umhin können, Tirza, unterschiedliche Präferenzen, zu Deutsch Bevorzugungen für die Kinder zu entwickeln. Und es steht deutlich da, Yitzhak ist fasziniert von Esau, denn, es steht auch da, Jagdfang war in seinem Mund, das heißt, Yitzhak ist von der Äußerlichkeit des Esau überwältigt. Der Mann war ein Jäger, im Klartext, der konnte gutes Wildbret jagen und das fasziniert den alten Mann. Er kennt das nicht, Yitzhak ist ja ein feiner Mann und das andere fasziniert ihn, der Esau konnte ihn ködern, im wahrsten Sinne des Wortes, mit gutem Essen. Rebekka ist nicht über das Essen zu finden, sondern sie liebt den Jakob, weil er das Gegenteil verkörpert, nämlich die Schlichtheit. Er ist ein ruhiger Mann. Er ist ein sehr ruhiger Mann, der sitzt da, im Zelt steht es ja auch später, und hier oben steht es, Entschuldigung, in Vers 27 steht ja auch da, die Knaben wuchsen groß, Esau wurde ein jagdkundiger Mann in 27, ein Mann des Feldes, der treibt es draußen, Jakob war ein schlichter Mann in Zelten weilend. Wir sehen, Claudia, zwei unterschiedliche Mentalitäten wachsen heran. Nämlich, Yitzhak ist der Mann, der es ja kennt, auf dem, wie vorhin Daniela sagte, auf dem Altar nicht geopfert, aber gebunden worden zu sein. Er ist mit der Äußerlichkeit durchaus verbunden, obwohl er ein sehr ruhiger Mann war. Und darum ist er für den Jagdfang des Sohnes empfänglicher. Er hat es ja auch damit zu tun, oben beinahe geopfert worden zu sein, aber durch den Widder, der da gefangen wurde, stellvertretend zu Gott gebracht zu werden. Erinnert euch an Genesis 22, Jakob, Abraham bindet den Yitzhak und Yitzhak wird in letzter Minute durch den Engel gerettet und daraufhin verfängt sich ein Widder und dieser Widder wird Gott dargebracht. Und diese Mentalität wohnt im Inneren und darum ist er verführbar durch Jagd, durch Tiere, durch vornehme Tiere, nämlich Wildbret, die sein Sohn ihm präsentiert. Und das ist, wenn wir so wollen, natürlich eine Schattenseite des Yitzhak. Warum durchschaut er nicht die Mentalität des Esau?
Und der jüdischen Tradition zufolge bemüht sich Yitzhak ein Leben lang, diesen Sohn zurückzugewinnen für das Lautere, nämlich nicht nur für Äußerlichkeiten, Jagd und große Feldgelage, sondern für Innerlichkeit, was Jakob ja mit sich bringt, nämlich ein Mann, der in den Zelten bleibt und der keine großen Eskapaden sucht, wird aber nie sich ändern. Da ist Yitzhak leider blind. Er wird zum Schluss ja auch wirklich blind. Er sieht es nicht. Er sieht nicht, dass Gott der Frau Rivka einen Plan in ihrer pränatalen Phase einhergab, nämlich, das sind zwei unterschiedliche Völker. Du kannst dich auf den Kopf stellen, die werden sich nicht ändern. Punkt. Das tut Yitzhak weh, laut jüdischer Tradition. Er will den Mann ändern. Er will, dass er aufhört, ein großer Feldmann zu sein. Das wird sich ihm aber nicht nützen. Denn Gott hat ihm gesagt, Hauf überwältigt Hauf. Das heißt, sie werden in einem polaren Kampf miteinander stehen, ob es dir passt oder nicht. Und die Liebe geht ja wirklich so weit, dass Yitzhak sagt, ich liebe meinen Sohn, ich möchte ihn unbedingt gewinnen für Gott. Ich ziehe ihn an mich heran. Ich sehe in ihm Potenzial, sagt man das heute an jener, verborgenes Potenzial, sehr verborgen. Und es wird die, ich möchte es offen sagen, die Tragödie seines Lebens sein. Die Tragödie des Yitzhak besteht darin, dass Esau sich nicht ändern wird. Er wird sich nicht ändern. Er wird nicht dieser feine Stubenhocker, modern deutsch gesprochen, sein, den Jakob wurde. Und das ist die Überleitung zum letzten Teil unserer Sendung heute, nämlich um zu erklären, wie spannungsgeladen diese beiden Jungs sind, nämlich dem Linsengriff. Eins sorgt Jakob einen Sud und Esau kommt vom Feld, hat wieder gejagt wie wild, ist schweißgebadet und will etwas fressen, wie ein Tier, will einfach noch was in sich hineinstopfen. Jakob ist im Zelt, der sitzt da, hat irgendein Gericht zubereitet. Es gibt übrigens eine Tradition, sagt, wisst ihr, wofür Linsen übrigens in der jüdischen Tradition steht? Wofür steht Linsen? Linsen, schreiben wir kurz auf, ist ein Trauergericht, weil an dem Tag übrigens nach jüdischer Tradition Abraham gestorben sein soll. An diesem Tag starb Abraham, der schon vorher erwähnt wurde. Die Bibel bringt manchmal ein Flashback. Das heißt, an diesem Tag starb Abraham und es war noch die Trauerphase. Jetzt wird noch zurückgeblendet. Und im Judentum sind Linsen, schreibt er auf, laut jüdischer Tradition ein Trauergericht, weil die Linse rund ist. Die Linsen im Orient sind viel größer als die Linsen, die wir im Aldi kaufen. Das sind riesige Linsen, die hat man gefunden in Ausgrabungen. Und Linsen haben ja keinen Anfang und kein Ende. Das sind ja runde Gebilde. Und so symbolisiert die Linse deshalb ein Trauergericht, weil sie keinen Anfang und kein Ende hat. Der Anfang mündet in das Ende und das Ende in den Anfang. Das ist ja ein rundes Gebilde im Gegensatz zum Weizenkorn. Oder zu einer Dattel, die eine Fruchtbarkeit da, eine fruchtbare Erscheinung ist, die mit Kanten und mit Ecken gebildet ist. Eine Linse ist immer rund und abgerundet, ein Kreis darstellt. Und wie gesagt, Jakob soll aus Trauer über den Heimgang des Vaters, des Großvaters, Jakob ein fantastisches Linsengericht, dabei ein Sohn seiner Mutter konnte das zubereiten. Und Vers 30 sagt uns, Esau kommt heim, schweißgebadet, hat, weiß ich, drei Gazellen und vier Hirsche erjagt. Lass mich doch schlingen, steht wirklich im Hebräischen. Er denkt nur ans Fressen von dem Roten. Er sieht rote Linsen, im Orient waren rote Linsen bekannt. Und denn ich bin ermattet. Darum ruft man ihn Edom. Das heißt, er bekommt diesen zusätzlichen, nicht ehrenrührigen Namen, der nicht von Gott umbenannt wird, wie Israel, sondern bekommt so einen derben Namen im Umfeld, nämlich du bist ja so ein Roter, so ein Lustmolch, würde man heute sagen. Ein Lustmolch. Der treibt es mit Frauen und der treibt es mit Genüssen. Ihm geht es nur ums Essen. Das heißt, hier wird deutlich gesagt, liebe Freunde und Freundinnen weltweit, Esav, auf Hebräisch der Rohling, ich nenne ihn auch Rohling, kannst du aufschreiben, liebe Claudia, Rohling, er kommt zurück, er will einfach nur, er kann sich nicht beherrschen, er sieht etwas Rotes, im wahrsten Sinn des Wortes, Claudia, er sieht rot, Angela schreibt auf, er sieht wirklich rot, im wahrsten Sinn des Wortes, er sieht rot und kann sich nicht beherrschen und sagt, gib mir sofort was zu fressen, ich will was fressen. Jakob durchschaut diese Triebhaftigkeit seines Bruders und sagt, verkauf mir gleich an diesem Tag dein Erstlingtum. Jetzt möchte ich die berühmte Frage stellen, die immer wieder Christen provoziert. Dr. Angela, warum ist Jakob angeblich so ein bösartiger Mann, der sein Erstlingtum heißt Erstgeburtsrecht, nämlich das Recht, Haus und Hof zu erben. Warum, um Gottes Willen, Dr. Angela, ist Jakob angeblich so ein böser Mann, der den Hunger des Menschen benutzt, um ihm etwas abzukaufen, was ihm überhaupt nicht gehört? Was sagt Dr. Angela? Also ich kann dir jetzt nur meinen ganz persönlichen Zugang zu dieser Szene sagen. Ich habe am Anfang natürlich nichts gewusst von der Bibel, also 0, gar nichts. Und da dachte ich natürlich in erster Näherung, die Bibel ist so praktisch die perfekte Welt, ne? Und dann, das hat mich zur Demut gebracht, dass die Bibel eben nicht nur perfekte Leute braucht, ja? Also das ist mein Zugang. Ja, aber Angela, erklär uns mal, was steckt, auch Claudia bitte zum Schluss, was steckt wirklich hinter der Absicht des Jakob? Ich möchte, dass ihr alle mal bitte tief nachdenken, sehr tief, Doris. Warum sagt er, verkauf mir heute sofort, heute an dem Tag, an dem du so tierisch ausgehungert bist,
verkauf mir dein Erstgeburtsrecht, das steht ihm jetzt zu, weil er der Ältere ist, gib mir das Recht, das möchte er von ihm verkauft bekommen, dann gebe ich dir was Leckeres zu essen. Ich möchte, dass du mir das Recht verkaufst, das ist natürlich gar kein richtiger Kaufvertrag, aber er missbraucht ihn natürlich. Und der andere sagt ihm, achten Sie auf die Reaktion des Esau, obwohl ich gehe an den Tod. Merken Sie, wie der denkt, der sagt ja, ach, ich werde doch eher eines Tages sterben, bald sterbe ich, ach, was brauche ich dann überhaupt, das Erstlingtum, Hauptsache ich bin jetzt befriedigt, ich kriege das Lenzengericht. Er denkt sich nur, ich gehe an den Tod, es gibt ja eh nichts nach dem Tod, er denkt primitiv, es wird nie, ich brauche ja kein Erstgeburtsrecht, ich werde keine Kinder kriegen und ich will ja nicht Haus und Hof dann vererben, der denkt primitiv. Und Jakob, ich will das kurz erklären, Jakob sagt, schwör mir das gleich, er will das Ding festmachen. Er schwor ihm und verkauft ihm das Erstlingtum. Und da gibt er ihm Brot und Linsensud, Aas, trinkt, geht raus. Wenn wir ganz tief nachdenken, was bezweckt Jakob wirklich? Vielleicht wollte Jakob, der hat ihm eine große Bedeutung zugemessen und ich sag mal, nicht nur materiell, sondern auch vom geistlichen. Jawohl. Und das wollte, er hat vielleicht gedacht, wenn der Esau das dann genauso verschlammt, dann geht dieser große Segen verloren und das darf nicht sein und jetzt muss ich halt meine Mittel, die ich habe, jetzt gerade im Augenblick einsetzen, weil er wollte schon was des würdigen und leben. Ja. Ist das das Segen nutzen, was du vorhin meintest? Ist das den Segen eben nutzen und mit dem Segen arbeiten? Ja, genau. Ja, das heißt, ich möchte hier deutlich, Claudia, eine Lanze, und zwar mehrere Lanzen, 100 Lanzen für Jakob brechen. Er wird immer wieder in der Literatur, insbesondere in christlich unbefriedigender Literatur genannt, als der Bösewicht, der Listige. Das ist formal gesehen, Claudia, und hört zwar richtig formal, aber ich bin ja ein Professor, der in die Tiefe schaut. Und ich möchte, dass Claudia befriedigt aus der Sendung hinausgeht und Sie alle natürlich. Das ist mir viel zu billig. Das ist eine viel zu billige Abhandlung, indem der Helmer gesagt hat, er wollte ihn einfach nur primitiv ausnutzen. Das ist viel tiefer. Die Bibel denkt viel tiefer. Denn dieser Jakob ist ja ein Mann, der Niveau hat. Der ist ja der Mann, der der Rebekka nachgeht, der das Judentum pflegt, der wird ja der dritte Stammvater. Das ist nicht so billig. Der will ihn einfach ausnutzen. Sondern er will ihn prüfen. Helmer, du Erleuchtete aus Norddeutschland. Er will ihn prüfen, er will ihn herausfordern. Stell dir mal vor, da kommt der Mann her, der ist völlig durchnässt vor Schweiß. Und jetzt sage ich euch ganz offen, was ich hier interpretiere als euer Fachmann. Ein Mann wie Esau, der wirklich ein guter Jagdmensch war, denn nachher bringt er ihm ja dem Vater dieses Gericht mit dem leckeren Essen und verführt ja seinen Vater. Er ist ein Verführer. Jakob, Esau ist ein billiger Verführer. Der kann gut jagen, mehr kann er nicht. Was er nicht im Hirn hat, hat er in seinen Händen. Das kompensiert er mit Jagd. Das heißt, wenn Sie ganz tief schauen, Helmer, ist das ein Mann, der auf Kosten anderer lebt. Er tötet Tiere und mit toten Tieren schmückt er sich, damit wir das sehr sauber Silke aufschreiben. Ich wiederhole. Esau ist der Typ von Mensch, der auf Kosten anderer lebt. Er tötet Tiere und mit den toten Tieren schmückt er sich. Fehlt nur noch, dass er sich Geweihe wie in Süddeutschland ins Zimmer hängt. Das ist sehr primitiv, sage ich ganz offen. Sich zu schmücken mit dem Tod anderer Wesen, Claudia notiert, mit dem Tod anderer Tiere ist für mich keine Leistung, noch nicht nur für mich, sondern auch für die Bibel, das ist keine Leistung. Natürlich müssen wir Tiere schlachten, um zu leben, müssen in Anführungszeichen. Wir dürfen sie schlachten, manche müssen das, weil sie dringende Lust auf Fleisch haben. Claudia Rommerskirchen ist sehr fleischlustig, die braucht jeden Tag 1 Kilo Fleisch. Meine Frau isst auch gerne Fleisch, sie ist Westfälin und Westfälinnen habe ich gelernt und Westfalen essen gern Fleisch, ich esse gern vegetarisch. Kurzum, Fleisch essen ist nicht schlimm, aber dich zu schmücken mit Fleischeslust und jeden Tag Trophäen in deine Wohnung zu hängen, um dich zu schmücken als Jäger, ist keine Wertschätzung, die die Bibel ihm spendet. Er braucht tote Tiere, um sich wohlzufühlen. Jakob braucht keine toten Tiere. Jakob sucht das Gespräch. Und jetzt sind wir auf dem Höhepunkt unserer heutigen Sendung. Der Höhepunkt ist erreicht. Jakob sucht den Dialog mit seinem Bruder. Das habe ich als Professor herausarbeiten dürfen. Jakob sucht den Dialog. Er sagt ihm, Jakob spricht zu ihm. Er spricht zu ihm. Esau kommt zu ihm und sagt ihm, hör zu, lass mich doch essen. Und Jakob sucht einen Dialog mit ihm. Jakob spricht wirklich, weil er keine Forderungen stellt. Esau, achten Sie, in Vers 30 kommt und sagt ihm, lass mich fressen. Weißt du, wie ein Schwein, das kommt und frisst und wieder scheißt. Mal ganz salopp gesprochen, oder ein Haushund. Ein Haushund stellt man napp, frisst und geht dann wieder raus. Das ist Esau, sprechen wir es ganz offen aus. Helmer muss ihm seinen Napp füllen, der Hund frisst und geht.
Jakob sagt sich, ich bin ein Mann mit Niveau, ich bin ein Mann mit Kultur. Er fragt ihn, verkaufe mir gleich deichentags das Essen. Das heißt, er geht sofort auf eine Spiritualität darunter, weil er ihn prüfen möchte. Er möchte ihn herausfordern und sagen, ich habe verstanden, was dein Niveau ist. Das kenne ich ja schon seit, weiß ich, 15, 20 Jahren, solange wir hier leben, in dem Zelt, in dem Nest. Aber ich möchte mal sehen, wie du damit umgehst, wenn ich jetzt mit dir eine ganz große Helmer-Provokation mache. Das ist nämlich eine riesige Provokation. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn Esau einen Funken Verstand hätte, der hat ja nicht mal einen halben Funken Verstand, wenn er einen Funken Verstand hätte, würde er ihm sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das, mein Ehrgefühl erlaubt mir das nicht. Du bist doch nicht verrückt. Mhm. Und jetzt sage ich euch noch etwas Tiefes, Doris. Ein Mann, der Rehe jagen kann, kann doch auch eine Suppe sich zubereiten. Das ist doch lächerlich. Ich möchte, dass Sie bitte die Tiefe verstehen. Wenn ich ein großer Jäger bin und von der Jagd komme, kann ich mir doch selbst mal irgendein kleines Steak noch aus der Pfanne in die Pfanne knallen, modern Deutsch gesprochen. Da muss ich doch nicht meinem Bruder sagen, dass er mir ein billiges Linsengericht zubereitet. Das ist doch lächerlich. Ich möchte, dass Sie bitte in die Tiefe gehen. Ein Mann, der Rehe jagen kann und seinem Vater am Ende seines Lebens einen Braten zubereitet, der kann doch selbst mal, weiß ich, irgendeinen einfachen Braten sich selbst schnell über dem Feuer zubereiten. Das ist doch lächerlich. Wozu muss er sich über das Linsengericht seines Bruders, das wirklich ein Armseligkeitsgericht ist, das ist das Letzte, was du einem im Orient anbietest, derzeit. Dieses Gericht muss er ihm verkaufen für den Segen. Das heißt, Jakob hat genau seins erreicht. Der Mann, sein Bruder, hat keine spirituellen Werte. Ihn interessiert nur eins, sofortige Befriedigung materieller Gelüste. Doris, du notierst, sofortige Befriedigung materieller Gelüste. Jetzt habe ich Heißhunger, jetzt will ich fressen. Und wenn ich jetzt nichts zu fressen kriege, dann erzwinge ich das, indem ich von mir etwas, was im Orient sehr großen Wert hat, nämlich Haus und Hof zu besitzen und damit an die Zukunft zu glauben. Er verkauft seine gesamte Zukunft, Claudia. Er verkauft seine Zukunft, er verkauft seine Ehre, notieren wir derzeit. Im Orient Haus und Hof zu erben, das ist das Erstdenken, ist das neben dem Segen das Höchste, was du bekommen kannst. Das hat, dafür haben deine Väter gearbeitet. Das heißt, er ist es nicht würdig, gesegnet zu werden. Wie wir vorhin vor zwei Stunden gesagt haben, Segen bedeutet, du bist es würdig, in der Linie deiner Eltern zu stehen. Das ist ihm völlig belanglos. Er will jetzt Befriedigung, jetzt Spaß und dann geht er. Aber dein Hof zu erben im Schwabenland genauso wie im Orient bedeutet, du stehst in der Linie deiner Vorfahren. Und wenn du das wegwirfst, heißt das, du kriegst keinen Segen. Du stehst nicht als Gesegneter da, weil du nicht gewillt bist, in der Tradition, die deine Eltern aufgebaut haben, Doris, zu stehen. Das ist dir wurscht, du wirfst es aus dem Fenster. Du wirfst es wirklich, du trittst es mit Füßen, Terza. Mit Füßen wirft das weg. Er hätte nämlich sehr wohl sagen können in Vers 32, wohl, ich gehe an den Tod, er denkt nur an den Tod, ich werde ja doch eines Tages sterben und bevor ich sterbe, will ich Spaß haben. Du kennst doch den Spruch, der auch in Jesaja steht. Heute Spaß haben, denn morgen fallen wir tot um. So als würde Doris sagen, heute will ich meinen Spaß haben, heute gehe ich mit 10 Männern noch schnell ins Bett, heute kaufe ich mir noch ein schönes Abendkleid und morgen falle ich ja wahrscheinlich tot um. Das ist die typische Haltung von Heiden. Die typische Haltung von Heiden, Claudia. Heute Spaß haben, bumsen, saufen, fressen. Bumsen, saufen, fressen, shoppen. Morgen, von mir ist freilich dort um. Hauptsache, ich hatte heute Nacht noch Spaß. Das ist die Welt von Esau. Das durchschaut Jakob und will versuchen, ihn davon zu retten, aber es geht nicht, weil der Mann sagt, Hauptsache, jetzt noch Spaß. Und wie ich sage, als euer Gelehrter, das wäre für ihn überhaupt kein Problem gewesen, sich heute, würde man sagen, ein Snack schnell zuzubereiten. Der Mann war ein guter Koch, das glaube ich schon. Er konnte gutes Wildbret zubereiten. Erzähl mir nicht, Doris, dass er sich nicht einen schnellen Snack in der Pfanne im modernen Deutsch zubereiten konnte, um seinen Hunger zu stillen. Das ist doch lächerlich. Das kann jeder Amateurkoch, wenn er ausgehungert ist, sich schnell zubereiten. Da brauche ich doch nicht ein Linsengericht für das Heiligste, was es im Orient nach dem Segen gibt, nämlich für Haus und Hof zu verkaufen. Das zeugt doch von seiner Primitivität. Der Mann ist primitiv. Der Mann ist ignorant, Frau Dr. Angela. Und darum sagt Jakob deutlich schwer mir das. Er möchte, dass das Ding fest wird. Er möchte ihm noch eine letzte Möglichkeit geben, durch den Dialog seine Meinung zu ändern. Er könnte ihm doch sagen, nein, ich tue das nicht. Ich bin doch noch klar im Kopf. Doris, ich mache das nicht. Das hätte der Mann sagen können. Natürlich hätte er das sagen können. Aber Jakob tritt genau in diese Unfähigkeit, Doris, seines Bruders, mit ihm in einem dialogischen Kontext zu stehen und ihm zu sagen, Jakob, das werde ich nicht tun, denn ich weiß, dass ich das vom Papa bekommen werde und ich weiß, dass ich dadurch des Segens verlustig gehe, Doris. Er hat überhaupt kein Format, notieren wir, Doris. Und dann schauen Sie bitte auf den letzten Vers in 34, schauen Sie bitte hin, Doris.
Und siehe, Jakob aber gab Esau Brot. Du siehst, Jakob ist sehr freundlich. Brot bedeutet im Orient immer zu einer Mahlzeit einladen, Dr. Angela, dachte ich, habe. Das ist nicht nur einfach Brot aus dem Aldi hingeworfen. Sondern wenn da steht in 34, Jakob gab Esau Brot, heißt das, er lädt ihn zu einer gedickten Mahlzeit ein. Jakob sucht Tischgemeinschaft, Dr. Angela. Das müsst ihr verstehen, was der Ausdruck Brot bedeutet. Das ist ein Begriff, ein Symbol für eine Mahlzeit. Nicht nur ein Stück Brot aus dem Aldi für 70 Cent. Sondern Jakob gibt ihm Brot im Sinn von, er möchte ein Gelage machen. Er möchte eine liebevolle Mahlzeit ihm zubereiten. Mit Tischgebet, mit allem, was seinem Judentum dazugehört. Und dazu isst er den Linsensud. Das ist die Idee des Jakob. Jakob sucht Tischgemeinschaft, Doris. Der andere will nur fressen wie ein Schwein und gehen. Und jetzt achten Sie bitte auf die Sprache der hebräischen Bibel. Es steht deutlich, der aß, trank, stand auf, ging davon verachtet. Die hebräische Bibel, jetzt kommt etwas in die Syntax, das möchte ich euch beibringen zum Finale. Wenn in der Bibel mehrere Verben dicht hintereinander folgen, er aß, er trank, er stand auf, er ging und verachtet hatte, heißt das, der Mann hat überhaupt keinen Sinn für Tiefes. Er will nur primitiv schnell handeln, seine Triebe befriedigen und wie es dann heißt, er verachtet sein Instinktum. Hier kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein. Wenn die Bibel nochmal, Dr. Angela, ganz viele Verben dicht aneinander reiht, essen, trinken, furzen, aufgehen und das Thema vergessen, heißt das, der Mann ist nur in der Äußerlichkeit, der kennt keine Innerlichkeit. Jakob will ihn zu einem Mahl einladen, bei dem man sich Zeit lässt, Boris. Zeit, sagt der Schwabe. Bei dem man gemütlich sitzt mit einem Vorspeisengericht, Nachspeise, nicht nur fressen und gehen wie ein Tier. Esau will nur fressen und gehen. Er will zum nächsten Gelage gehen. Er will wieder Tiere töten. Er will nur in der Äußerlichkeit leben. Und zum Schluss kommt der absolute Tiefpunkt, nämlich verachtet Tirzah, hatte Esau das Erstlingtum. Das heißt, hier kommt das wahre Gesicht, Claudia. Hier zeigt er sein wahres Gesicht, nämlich er verachtet spirituelle Werte. Und Jakob ist nichts weiter als ein Katalysator, Dr. Angela, ein Beschleuniger dieser wahren Mentalität des Esau. Er hat von Anfang an das Erstlingtum, spirituelle Werte verachtet. Und Jakob ist nicht der Böse, als welcher er christlicherseits gerne gezeichnet wird, sondern er zeigt einfach nur das wahre Gesicht seines Bruders. Er trotzt seinem Bruder das wahre Gesicht ab. Er trotzt ihm das wahre Gesicht ab und sagt ihm, ich wusste von Anfang an, dass du kein Mann für spirituelle Werte bist. Und jetzt zeige ich es dir. Und er sagt sich, bevor dieser Mann Haus und Hof erbt und dann verprasst, möchte ich es bekommen. Ich verstehe das gut. Ich würde das als Jakob auch tun. Du, Claudia, auch. Wenn du siehst, dass dein Bruder ein lächerlicher Dilettant ist, der überhaupt nicht weiß, was Leben bedeutet, Leben mit Gott, dann sagst du doch auch, bevor Haus und Hof er kriegt und missbraucht, dann kriege ich das doch lieber, mach daraus was Großes, nämlich setze den Segen fort. Jakob will den Segen fortsetzen. Und darum, Dr. Angela, trotzt er ihm dieses Recht ab auf Erstlingtum, weil der Mann es nicht verdient, der kann damit nicht umgehen. Selbst wenn er eines Tages ohne das Linsengericht Haus und Hof bekommen hätte, der hätte es doch sofort verbrennen lassen. Der kann doch damit überhaupt nicht umgehen, weil er sich dessen Wert nicht bewusst ist. Und darum möchte ich Jakob rehabilitieren, Tirzah, indem ich sage, das war ein kluger Schachzug eines Mannes, der wie Jakob sich des Segens sehr wohl bewusst ist und der den Übergang dieses Reichtums verhindern möchte vor dem totalen Zusammenbruch. Das war's. Angela, wie geht's dir? Sag ein Schlussvotum für Millionen von Zuhörern, bevor wir Schluss machen. Angela? Ja, also erstens Tiefgründigkeit in ungeahntem Maß, wie immer. Na, also das ist so unwahrscheinlich. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass du einer von ganz vielen jüdischen Weisen bist, ja, wenn jeder zu Wort käme, verstehst, was ich meine. Ne? Das ist ein Universum ohne Ende. Und was mich jetzt auch ganz zum Schluss noch mal gerade so, ich habe da hier irgendwas mit Heilsgeschichte und so christlich so Gehirnkonstrukte und du bist bei ganz, also nicht banalen, sondern bodenständigen menschlichen Regungen, ja, das, also diese Bodenständigkeit ist auch so, also diese Bibel so bodenständig zu erklären, ist schon faszinierend, ja. Ja. Dankeschön. Und ich empfehle euch wirklich auch allen YouTube-Hörerinnen und Hörern, hört die Sendung an. Ich spreche sehr schnell, aber Hausaufgabe an dich, Angela. Hört ihr bitte die Sendung, die ich so gut für den YouTube stelle, bitte nochmal an, damit es noch tiefer wird. Damit es noch tiefer wird. Claudia, das letzte Wort. Was hat dir die Sendung heute wieder eingebracht? Claudia Ruchana Revivida. Oh, immer wieder neue Erkenntnisse zu dem, was ich von dir schon gehört habe. Es gibt immer wieder neue Sachen. Das ist immer das, was das Ganze so reich macht. Ne? Du hast mir ja schon so einiges, gerade auch zu dieser Geschichte
kenne ich schon, die, hast du schon öfter Auslegungen gemacht. Aber es sind immer wieder so kleine Sachen, die neu sind. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und im Übrigen kann ich mich da Angela nur anschließen. Das ist wirklich, also es, was mich auch fasziniert, ist dieses wirklich Bodenständige, dass die Bibeltexte so ins Leben gehen. Weißt du? Und das ist das, was ich aus der christlichen Kirche so nicht kenne. Nee. Dankeschön, Daniela. Daniela, dein Schlussvotum. Was nimmst du heute mit nach Bad Reichenhall? Ja, auch tatsächlich die Tatsache, dass wir den Auftrag haben, in jedem Punkt, egal wo wir stehen im Leben, zu schauen, wozu lässt Hashem uns das erleben und begegnet uns die Situation, dass wir daran wachsen, indem wir ihn suchen, was er uns dazu sagen hat. Wunderbar. Dankeschön, Maria. Maria Miriam Lauterbach, was nimmst du heute mit nach Kloster Westfalen? Maria Lauterbach, nimmst du aus dieser großen Sendung mit? Von Miriam Maria Lauterbach. Ja, den Segen, dass das eine Zukunft hat und eine Vergangenheit, ja. Daraus, dass diese Tradition fortgeführt wird. Ja. Und kann mich nur den anschließen, ja, dass das so einfach ist und so tief, dass ich mich jetzt noch einmal hinsetze irgendwann und noch einmal das durchhören muss. Unbedingt, Maria Miriam Lauterbach, Miriam, ja, die jüdische Frau, bitte hört euch die Sendung, ich bitte deutlich darum, zu eurem Wohl und alle unsere YouTube-Hörer und Hörerinnen, bitte Tirza, alle, hört euch die Sendung doppelt an. Ja. Es ist ein Genuss und ein Gewinn. Dazu haben wir ja das Kind namens YouTube. Bitte hört sie euch gerne abschnittsweise, man kann ja mit dem Finger immer auf Pause drücken. Eine Sendung, das habe ich bei meinen Eltern und meinen Professoren gelernt, lebt davon, auch Bücher, leben davon, dass man bestimmte wesentliche Kapitel erneut liest, das mache ich auch mit meinen Werken, weil du dadurch vertiefen kannst und wir haben heute ein Höchstmaß durch Gottes Gnade an Tiefgang erlebt. Ich grüße alle ganz herzlich. Wer Lust hat, kann eine Spende an mich überweisen. Ja. Konto ist euch bekannt, sonst werde ich euch die IBAN nennen. Ich bedanke mich sehr. Es war ein schöner, ein großer Abend. Ich grüße euch mit dem Buch aus Israel. Und ich freue mich, dass diese Achse Haifa Deutschland bestehen bleibt. Jetzt ganz kurz Juni-Termin. Schaut ganz kurz, Claudia möchte einen Juni-Termin. Wann passt es euch im Juni? Juni. Was kann ich da anbieten? Ja, guckt mal, wann ist euch, warte mal, 30 ist ein Freitag, geht nicht. Nee. Wollen wir sagen, bei mir sehe ich gerade, 28. ist schon belegt. Ich kann den 27. Nee, warte mal, den kann ich anbieten. 23 habe ich Einzelsitzung, 29 habe ich das. Beim 28, ja, ich kann den 27. anbieten. Ist euch das recht, 27. Juni? Oder warte mal, ja, was sagt ihr dazu? Das kann ich auch allen anderen anbieten für die nächste Sendung. 27. Juni kann ich anbieten. Ich kann wahrscheinlich nicht mit teilnehmen, weil wir 3 Wochen im Urlaub sind. Ab wann kommst du zurück, Dr. Angela? Erst am 7. Juli. Also, ach so. Das wäre dann schon Mitte Juli. Das will ich will jetzt nicht meinetwegen, dass so solche Pausen. Also, was sagt ihr, wer kann am 27.? Also ich kann wahrscheinlich nicht am 27. 28. Ah nee, 28. geht ja auch nicht, da hast du ja schon einen Vortrag. Am 29. Donnerstag, den 29. Ach, warte mal, gut, das könnte ich machen, da müsste ich nur was drehen. Wer könnte am 29. Juni, wer könnte da? Ich könnte auch. Doris kann, Dr. Angela ist verreist. Ja. Was ist mit Dr. H.C. Claudia Ruchaner? Kann ich jetzt nicht sehen in meinem Kalender, aber ich müsste, es geht. Was da steht, ist da und ich glaube, soweit habe ich noch keine Planung für 29. Und dann natürlich 29, das schreibe ich auch, dann machen wir weiter mit Genesis 26, das ist auch ein spannendes Kapitel. Dann natürlich Maria Lauterbach, kannst du dann? Ich richte mir das ein. Gut, dann natürlich 29, da habe ich zwar eine Einzelsitzung, aber die kann ich euch zugeben, mache ich das. Ja, was haben wir da gesagt? 19.30 Uhr, ist euch das recht? Ja, geht. Ja. Jetzt möchte das ja so früh. Gut, habe ich notiert. Das ist genau. Und ihr kriegt dann alle den Link über die Gruppe. 29. habe ich notiert. Moment. Jawohl. Alles klar. Grüße aus Israel und hört euch die Sendung an.
beforscht Gott, um den neuen Ausdruck zu benutzen, beforscht Gott und klärt immer wieder, was ich mit Dr. Angela schon im Einzelgespräch besprochen habe, die Fruchtbarkeit, die geistige Fruchtbarkeit muss jeden Tag, Claudia, jeden Tag neu überprüft werden. Maria, du auch. Ich mache es auch. Geistige Fruchtbarkeit ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn ich meine geistige Fruchtbarkeit festige, sodass sie morgen am 31. Mai größer ist als heute am 30. Mai, dann spüre ich, dass Gottes Segen zu mir kommt. Denn Segen, nochmal der Satz, Segen im Judentum, das Christum ja übernommen hat von uns Juden, ist immer einhergehend mit Fruchtbarkeit, mit geistiger Ergiebigkeit und mit geistiger Produktivität. Dadurch ergibt sich das Segen. Und es ist natürlich mit unserem Tun verbunden. Wenn ich etwas tue, indem ich mich Gott hinwende, indem ich Gott beforsche, indem ich merke, dass ich wachsen darf in meiner Beziehung zu Gott, dadurch entfaltet sich Segen. Ja, wunderbar. Und danke schön, dass du gewartet hast. Shalom, danke. Shalom. Tschüss. Tschüss. Leider doch.